endlich! Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dark Souls 3. Wir haben heute was Spezielles vor. Erstmal, während Hub und während Bossfights Emote-Only-Shit. Zweitens, wenn man diesen Eid levelt, bekommt man zwei insane Spells, die mit Glaube skalieren. Müssen wir holen. Wir können schon die Items farmen dafür, aber wir können das Item noch nicht abgeben, um es umzutauschen, um den Eid zu leveln für die Spells. Folgendermaßen. Sacred Oath, kennt ihr noch von Dark Souls 2? Ist ein Buff für die eigene Waffe, sofern die buffbar ist. Dafür muss man 10-mal einem anderen Spieler, einer anderen Spielerin geholfen haben, einen Boss zu besiegen. Und dann, der zweite Spell ist so ein Blitz-Spell. Also haben wir ja schon, nur eine bessere Form, eine richtig krasse Form. Nicht die beste, die gibt's wohl vom Endboss, laut meinen Recherchen. Aber ein krasser Blitz, der braucht 30 Glaube, damit man überhaupt benutzen kann. Also bräuchten wir 6 Level. Da muss man 30 Mal einem Spieler geholfen haben, einen Boss zu besiegen. Ich würde mich da zumindest mal reinfühlen, wie wir... Also pass mal auf. Wie levelt man das jetzt am gescheitesten, am effektivsten und so weiter? Man guckt natürlich, was ist der einfachste Boss, wo man schon einen Spieler, eine Spielerin rufen kann. Und ich glaube, es ist Ward. Das heißt, ich werde jetzt mal testweise mein Symbol vor Ward legen und gucken, was passiert. Ja. Jetzt ist halt, ich mach die einmal kurz weg. Ja, den auch noch. Shepard was it. So. Wie funktioniert das jetzt? War rhetorische Frage für mich. Chillt. Ja, ist richtig, weil wir eine Logo-Rotation haben. Entspannt euch. Entspannt euch. Ach so, für YouTube-Aufnahmen nicht? Weiß ich gar nicht. Leute, wir haben eine Logo-Rotation, wie ihr seht. Die ist auch drüber, das Kacke. Ja, nee, aber ist halt Teil des Streams. So, warte mal. Jetzt. So. Löwenanteil haben jetzt hier gesagt, sie haben Bock, meinen Stream zu sponsoren. Richtig geil. Grüße gehen raus. Deswegen sind die da jetzt in der Logo-Rotation. Und damit es nicht nur ein Logo ist, haben wir noch ein paar andere Logos reingetan. So. Okay. Wo aktiviere ich den Eid? Lol. Danke, Chat. Okay. So, jetzt hier wäre die Boss-Tür. Was mache ich jetzt? Nachricht? Weißer Speckstein benutzen. Oh. Schwarzer Lebewohlkristall. Genau, das muss ich mir jetzt... Also... Das ist wichtig, falls wir einen Rückzieher machen wollen. Falls die Dinge schief laufen, müssen wir das nutzen, dann teleporten. Weil wenn ich sterbe, dann ist es ein Death. So. Dann reift des weißen Pfads. Stellt die Verbindung zu anderen Welten her. Aber das vom weißen Pfad. Das ist falsch.
ihr schreibt es wahrscheinlich alle. Ich will trotzdem mal selber gucken. Muss ich den kaufen? Ja, muss ich kaufen. Okay. Gut. Von der Schrein-Omi. Kriege ich auch ein paar Seelen, wenn ich helfe, den Boss zu killen? Das wäre übel geil. Ja! Hm, dann ist es auch... Ja, ein bisschen nebenbei verdienen. Ist doch geil. Ist doch geil. So. Ah. Speck. Ja gut, kostet ja aber auch, ne? Was kostet so ein Speckstein? Weißt du, Speckstein, Digga? Da. 500. Ach, ich kaufe den einmalig. Geil. Ashen nice. One. Ashen One. Okay, let's go. Mal gucken, ob es klappt. Bin jetzt selber gespannt. Ja, wäre irgendein anderer Boss geeigneter? Ich glaube nicht. Ich glaube schon, das ist der einfachste, wo man schon Leute porten kann. Ashen One. Digga, das schallert aber. Ja, ich hab Poise, Digi. Hallo? So. Wie lange streamst du schon Dark Souls 3? 30 Stunden, 31. So. Den irgendwie auch noch ausrüsten? Nee, benutzen. Okay, so, und jetzt machen wir einfach weiter. Und irgendwann werden wir vielleicht gerufen. Okay. Level Cap? Oder muss ich hier bleiben? Du musst da bleiben? Ah, dann geht's nicht nebenbei, ne? Oder? Aber ist es in Dark Souls 3 so, dass man die ganze Zeit hier jetzt warten muss? Weil bei Elden Ring kann man ja einfach weitermachen. Oh, das ist echt doof. Bei Elden Ring geht's, dass man einfach weitermacht. Ja, und bei euch? Meint ihr, ich werde gerufen? War heute beim Zahnarzt. Ich bin morgen beim Zahnarzt. Da habe ich ein bisschen Respekt vor. Boah, die baller ich aber weg. Krass. Aber der hat ein heftigeres Schild. Geil. Tja. Ja, Elden Ring ist viel mehr Open World, das stimmt. Hier ist halt linear. Dann macht das Sinn. Kurze Meinung zur AfD. Alter. Ja, dann würde ich sagen, vertagen wir das. Ich wollte es mal ausprobiert haben. Crazy, dass jetzt wirklich mich auch niemand ruft, Alter. Level Cap, du wirst wahrscheinlich im Wortsgebiet nicht gerufen, da Level Cap mit Level 62 wird schwierig. Dafür muss der Host mindestens Level 47 sein und du mit Level... Oh, scheiße, okay. Bei welchem Boss würde es dann gehen? Diakone des Abgrunds? Probier mal.
Old Dämon. Ist das der... Ja, Abyss Watcher ist mir ein bisschen zu risky, wenn ich ehrlich bin. Wobei zu zweit ist der wahrscheinlich unnormal easy, weil der durchgestaggert werden kann. Der Skelettboss. Wer war das nochmal? Der war so irrelevant, ich habe ihn verdrängt. Ach ja, der. Digga, generell, ne? Ich habe letzten Stream, ich glaube, 3 Bosse First Try gemacht. Gut, der Wurm zählt nicht. Ey, der Demon King, der wäre mir zu risky. 30 Mal, überlegt mal. Volnir. Old Demon King sind typisch Level 40 plus Gebiete. Volnir ist dieser Skelett-Typ, ne? Der war ja wirklich auch komplett free. Ja, der ist wahrscheinlich auch sehr un... Hier. So. Hier. Hier oder vor dem Raum? Hier, oder? Vorher? Ja, true. Hier war der Nebel, ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich will zumindest es einmal gemacht haben, um so ein bisschen einschätzen zu können, wie das so ist. Ansonsten... Ja, ich muss sagen, diese... Wie heißt die nochmal? Diese Abyss Watcher. Digga, die sind ein bisschen mir zu risky, glaube ich. Aber da wird wahrscheinlich richtig krank beschworen. Weil wahrscheinlich viele an dem strugglen. Bei einfachen Bossen wird man nicht so häufig gerufen, ja. Ich blicke gar nicht mehr durch, woher nur überhaupt weitergehen kann. Actually ist das Spiel super linear, finde ich. Also, ich kann jetzt einfach bei dieser Traumstadt weitermachen. That's it. Hast ja nichts zu verlieren. Doch, ich könnte sterben. Aber true, ich kann den ja gut fighten. Ich bin ja geübt. Aber wenn der Host stirbt, ja, das zählt dann nicht. Okay, komm. Letzter Versuch. Hier? Nee. Doch, hier, ne? Katakomben von... Nee. Da dann raus? Ja, da, ne? Nee, hä? Nein, hier! Habe damals safe 150 Mal bei Ornstein und Smaug geholfen. Krass. Das fand ich, das war der heftigste Boss. Bisher in allen Dark Souls-Teilen. Für mich. Nee, dahin muss ich. Du kannst doch invaden, um die zu farmen? Nee. Das ist ein anderer Eid. Ach, scheiße. Die habe ich vergessen. Ich glaube, ich muss jetzt aber hier stehen bleiben, ne? Na ja, gucken wir mal, was wird. Eid habe ich ausgerüstet. Leute, wenn ihr keine Ahnung habt, braucht ihr nichts in den Chat schreiben. Bitte. Wenn ihr gerade eingeschaltet habt und mir Tipps geben wollt, das kommt nicht gut. Wirklich. Vor allem, ich habe ja auch nicht gefragt. Oh, einer ist gestorben. Alter, die machen die übel weg. Stimmt, die sind jetzt zu zweit. Fuck. Ich muss reinhauen. Ist hier richtig? Scheiße, scheiße, ich hau rein. Ah, ist doch alles Arsch. Oh, ja, das ist schlau. Ich leg's dahin.
Klicks hier hin, weil hier, wenn die gestorben sind am Boss, dann kommen die hier und dann sind die frustriert und dann denken die, ach Mann, das war jetzt der 80. Versuch, ich schaffe es nicht, glaube ich, mache heute aus. Aber dann sehen die dieses goldene Symbol und fragen sich, was ist das denn? Und dann gehen die hier ran und sehen einfach ihn. Und dann wissen sie, es ist Zeit. Sekunde. Wir warten mal kurz, vielleicht werden wir beschworen. Aber ich muss kurz Mucke researchen. Ist ja auch gut. So, warte. Aber meint ihr, wir werden hier beschworen oder eher vom Bossraum? Wahrscheinlich eher hier, oder? Müsste doch klappen. Aber vielleicht sind die underleveled auch wieder. Scheiße. Heute ist Wandspiel, 23.10 Uhr. So, ja, bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Wo war das denn? Ich suche gerade was. Ach, da, ja. Okay. Ja, werde ich beschworen. Nee, eher vom Bossraum. Der Eidgegenstand kann später auch bei Rittern gefarmt werden, aber ist ziemlich seltener Drop. Ja, oder ich mach das mal offscreen, ne? Mit Passwort geht auch levelunabhängig. Ja, aber als ob ihr jetzt euch einen Charakter macht, zu Wort sprintet und wir den gemeinsam farmen, also. Aber offstream gibt es dann halt das Risiko, dass ich sterbe oder so und dann zählt es nicht. Wisst ihr, was ich meine? Du musst nur mit dem Eid invaden und töten. Also, so wie ich den Eid verstehe, ist es ein reiner Man-hilft-Eid. Ja. Na gut, ich glaube, dann würde ich jetzt einfach weiterzocken. Weil, bringt ja nichts. Also, was sollen wir jetzt hier warten? Gut. Dann würde ich hier sagen, wir gehen weiter. Equip the Warriors of Sunlight Covenant. Have a friend meet you at Anor Londo Bonfire. Bin ich noch nicht. Lay down your red soapstone sign. Your friend then summons you. Soon as you completely spawn in, your friend jumps off the edge to his death. Receive Sunlight Medal. Repeat 29 more times. Okay. Krass. Ja, dann, wir behalten das mal im Hinterkopf. Ich meine, wir haben eh noch nicht 30, glaube. Aber das ist einfach ein super stronges Item. So, hier war irgendein heftiges Vieh. Weiß nicht, ob wir das jetzt killen wollen oder ob wir später wiederkommen, um es zu killen. Wir schauen uns erstmal um. Also eine wunderschöne Stadt, quasi Hogwarts. Hier ist quasi Hogwarts. Okay, Items. Nope. Gut. Ja, ich höre was klingeln. Oder? Ah, da unten. Ah, da kommt man jetzt noch nicht hin. Aber irgendwo hier ist... Naja, irgendwo hier ist eine Echse. Digga, was ist das denn jetzt für ein Emote? Ah, das... Philo frisst einen Riegel vom Papa Flattes Fuß. Lecker. So. Hä? Warte mal. Das ist kein anderer Spieler. Das ist keine weirde Erscheinung. Was ist das denn? Oh, da ist ein Item.
Oh, da oben ist wer. Haben wir genug Stärke für einhändig? Ja. Let's fucking go. Easy. Oh mein Gott, was geht da drinnen ab? Jesus. Ja, zum Thema Wetten. Leute, Mods haben mir mitgeteilt, dass ihr sehr wettsüchtig seid. Extrem wettsüchtig. Sobald es keine Wette gibt, schreit ihr nach Wetten. Und die Mods haben keinen Plan von Dark Souls. Die sind da so. Und wenn es dann sowas gibt wie, ja, lebt Hanno bis Minute 45, 20.45 Uhr und ich sehe das nicht und ich bin im Hub, das ist dann doof. Oder ich sterbe in dem Moment, wo die Wette aufgesetzt wird, dann seid ihr alle mad. Also, ne, die können das schwer nur abbrechen und neu machen. Habt da bitte ein bisschen Nachsicht. Aber ihr seid alle süchtig. Ich habe damit gar kein Problem. Ich fühle mich persönlich auch nicht gestresst, wenn ihr alle so, gibt's eine Wette, in den Chat ballert? Ich meine, jetzt offensichtlich. Aber ich kann schon verstehen, dass als Mod, dass man als Mod dann nicht so weiß, okay, mache ich jetzt eine Wette auf? Machst du eine Wette auf? Was soll ich sagen? Ich habe noch nie Dark Souls gespielt. Kackt Hanno in den nächsten 30 Sekunden ins Zimmer? Also, ich würde sagen, ich werde jetzt hier Vollgas geben. Deswegen kann man schon. Und ich habe das Gefühl, es wird schwer, weil allein die Gegner sehen schon tricky aus. Vielleicht machen wir jetzt einfach eine Wette. Ich würde das in Zukunft immer ein bisschen einleiten, weil ich habe einen Plan. Ich würde mal sagen, ob ich in den nächsten 30 Minuten sterbe. So, weil ich weiß, ich werde jetzt nicht vielleicht nur einmal kurz zum Leveln in Hub gehen, ne? Aber ich werde jetzt. So. Also, liebe Mods, ihr könnt gerne Wette aufmachen, ob ich in den nächsten 30 Minuten sterbe. Und jetzt muss natürlich, ich darf jetzt nicht jetzt sterben, weil jetzt setzen wir gerade. Ich höre was. Ich zieh durch. Fuck! Das war knapp. Ist die Wette schon live? Kann ich den Spell blocken? Digga, er kackt das aus. Okay, so spielt man die. Da kann man easy drum zirkeln. Gut, 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 gut. Boah, die geben aber gut Seelen. Okay, wo ist er gespawnt? Er kam hier die Treppe runter, ne? War ein Bait. Scheiße, Mann. Ich darf mich nicht so einfach verarschen lassen. Okay, wir brauchen aber... Was brauchen wir, um die Waffe zu verbessern? Brocken? Titanit-Brocken, ne? Keine Schollen. Okay. Wette ist live. Okay, was geht hier? Tryhard Mode jetzt wieder an. Komm. Kann ich da rüber? Nee. Okay, let's go. Hier ist irgendein Platz, oder? Finger, alles klar. Okay, er. Den könnte ich anlocken mit Pfeil und Bogen. Was sehe ich noch? Was sieht man? Was sieht dein Auge, Legolas? Was sieht dein Auge? Eins. Zwei. Legolas, was sieht dein Auge? Ah. Ah. Ich hasse Controller-Aiming-Scheiß. Der sticht zu, ne? Hä, der spielt Gitarre. Oh, da ist noch einer. Wow, Mashallah, wer ist er? Ha! Das ist Wallhack. Okay, aber er muss View haben. Wette zählt bis 20.35 Uhr. Abfahrt. So, kommt er runtergedroppt, ist die Frage. Es wäre ja super geil. Oh, ich wäre gerne weiter weg. Komm um die Ecke. Digga, er bringt Legion mit! Was mache ich jetzt? Er bringt Legion mit. Komm bitte runter, ich burst dich weg.
Scheiße, scheiße. Ja, komm, let's go. Ist jetzt ein bisschen nervig, aber muss sein. Ich hab, achso. Scheiße. Ja, stimmt, ich habe ja das jetzt. Oh mein Gott, ist das strong. Wow! Nicht cool. Hä? Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. So, den bring ich um. Die sollen mal die Claymore droppen oder so. Das sieht geil aus. Aber die lassen mir eine Gitarre fallen. So. Okay, einer noch. Links höre ich noch wen. Hä? Wie viel sind es denn? Respawn die? Fuck! Okay, let's go. Ich habe das Gefühl, die respawnen, solange er am Leben ist. Moin. Schön. Einzelne Schläge, um immer dazwischen Ausdauer zu regenerieren, damit man ihn durchsteckern kann. Was bringt er an Seelen? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber schon einiges. Okay, hier sind Items. Blühende grüne Blüte. Das ist noch krasser als die normale dann, oder wie? Könnt ihr gerne mal sagen. 2K hat er gebracht, 2,5. Ey, aber wie krank ist der Feuerball, der den Lavasee hinterlässt? Das ist ja insane. So, wo kamen die jetzt her? Sind die wirklich gerespawnt, weil er am Leben war? Wirkte so, als ob die so nachgepumpt werden. Okay, was sieht man? Was sieht dein Auge, Nikola? Was sieht dein Auge? Komm, was sieht er? Nikola, sag doch mal. Sag, Nikola. Ligi, sag. Was ist dein elbische Scheißauge, Digga? Okay, Frostresistenz, glaube ich. Guck mal, da kann ich da nicht irgendwie... Aha. Ja, ich habe das Gefühl, es wird lustig hier in The City. Oh, oh. Digga, du alte Scheiße. Ah, der hat nicht so viel Range, oder was? Bist du ein Arschloch? Okay, warte. Wir resetten. Dafür habe ich ja den dabei. 5 Schaden, ich kack mich voll rein. Hat er bis hier Range? Das Gebäude blockt ganz gut. 26 Damage, kack mich voll. Was ist, wenn ich an der Ecke vom Geländer stehe? Hier? Einmal testen? Hä? Ist ja dumm. Giftpfeile könnte ich jetzt. Rechts, R2. Headshot. Ah, ich interrupte ihn. Jetzt. Wird geblockt vom Geländer. Das heißt... Der haut rein. Der Wichser haut rein. Ich glaub es nicht. Warum ist der so smart? Ich hab 3 Pfeile. Scheiße. Ihr seid doch zu nicht zu gebrauchen. Hau rein, Henno. Was? Wieso? Der haut ab. Achso. Der hat sich jetzt so einen ekligen Spot gesucht, dieser Wichser. Schön in die Achsel. Ja. Habe ich noch andere? Feuerpfeile. Ja, Dude, der macht Feuerschaden. Guck mal, ich muss da hinten durchrennen, um die Ecke. Ich wette, auf dem Weg spawnen Gegner oder jumpen wir irgendwie rein. Digga, das sind wirklich so eine Ratten von From Software. Ist wirklich wahr, ne? Wie die das hier gemacht haben. Das ist doch nicht in Ordnung.
Aim doch, du dumme Sau. Hä? So ist perfekt. Er ballert auf den Boden. So ist perfekt. Kann er straight über mir runterballern? Habe ich noch Bomben? Ja, zwei. Springt er runter? Wäre auch geil. Wie spielt man den? Ich meine, vielleicht könnte ich auch einfach rumrennen. Ich weiß es nur nicht. Aber ich bin ja vorsichtig. Könntest du einen Köder hier runter machen? Rennt er dann rum? Okay, ich renne einfach mal. Und im Zweifel... Fick mein Leben. Ich lese aber auch dieses Spiel. Jetzt kommen die Atzen da an. Ich schwöre euch, die kamen jetzt extra. In dem Moment, wo man hochrennt, spawnen die da oder so. Ja. Fick. Okay, ich gehe jetzt erstmal in Sicherheit. In Sicherheit ist hier. Komm her, bitte. Komm hierher. Ich geh nicht raus. Ja. Ihr seid solche Trottel. Ach komm. Na komm, schlag zu. Schlag zu, du dumme Sau. Schlag zu. Schlag zu, du dumme Sau. Schlag zu. Schlag zu. Komm. Komm. Ich bin Messer-Achim. Ich schneide dich auf. Wie ein Stück Scheiße. Schneid dich auf wie ein Stück Scheiße, hä? So. Bar, kotze gleich. Sorry. Ist der Scheiße. Bitte. Das ist ein richtiger Hassgegner from now on. Vor allem seine Giftleiste ist halt wieder auf null. Wow! Na klar, Digga! Der kommt einfach so reingedeift. Von oben. Du dumme Scheißvieh, wenn ich mit dir fertig bin, wirklich. So wichtig. Der war so wichtig. So, und jetzt komme ich dich holen. Du dumme Scheiße. Ist mir egal, ich renne jetzt durch. Ja! Mhm. So, jetzt können wir mal ein bisschen scouten. Erinnert mich bitte, ah nee, könnt ihr ja gar nicht, dass ich Pfeile kaufe in der Lobby, aber da seid ihr ja, da seid ihr ja abgeriegelt. Okay, nice. So. Jetzt fetzen wir hier durch. Ich hoffe, das war's jetzt mit den beiden. Ich habe gar keinen Bock auf noch so einen Gegner. Oh, da ist Titanit-Ding, könnte mich aber, eine Echse, könnte mich aber natürlich auch reinbaiten. Na komm, let's go. Kin-Move. Anvisiert. Siehste, ich höre was. Funk-Titanit, geil. Ich höre was. Hört er? Wo? Oh. Hier unten, oder was? Okay. Da unten irgendwann. Oh? Ich glaube. Nee, oder? Hier durchballern geht nicht, wa? Okay. Fake Wall? Nebelwand voraus.
Lol. Hätte ich halt nie gereilt. Nie. Never. So, den machen wir jetzt. Der ist easy. Never mind. Paar Backpfeifen. Paar Backpfeifen. So, jetzt hat sich ausgetanzt. Digga. So, wer schreit da unten? Vor dem habe ich jetzt schon Respekt. Ah, Digga, ich brauche Brocken. Bitte. Wie viel brauche ich? 4? Ich wette, der ist ultra krass. Aber er ist ein bisschen traurig. Okay, Gebiet inspizieren. Von da oben kann ich feuern. Das ist aber zu obvious. Ich wette, er feuert richtig krass zurück. Ich habe Speere und ich habe die Kugel hier. Ich weiß aber nicht, ob die so weit reicht. Ich guck mal. Ah nee, ich habe ja die Speere gar nicht. So, jetzt könnte ich droppen. Willst du mich verarschen? Dieses Game ist so busted. Die knüppelt mich einfach weg. Nee, komm bitte nochmal her. Digga, kann irgendwann mal Gift porken? Wäre übel geil. Komm, let's go. Doris Qual, das ist der Spell! Keine Gnade, so ist es. Das ist der, dieser Lenkspell. Okay, und jetzt ist hier ein Shortcut. Was bringt mir das? Hier muss ja irgendwas sein. Hier ist irgendeine Fake Wall. Weil warum sollte sonst... Ah, vielleicht, um schnell wieder zurückzukommen. Weil hier gibt es dann einfach den Spell halt. Wisst ihr? Shortcut, scheiße. Dori hieß die. Gut. Dorst. Gift ist mit der schlechteste Stat dort. Leider, es gibt so viele Mobs mit so krasser Resistenz. Ey, ich merk's. Ich wollte jetzt 2 oder 3 Mal in diesem Playthrough Gift anwenden. Einfach keine Wirkung. Einfach keine Wirkung. Komplett krass. So, wichtig jetzt für uns, nächstes Bonfire. Weil 2 Pots, ne? Kann man nach da schielen. Aber gefühlt bin ich jetzt auch nur einmal um die Ecke gekommen. Also viel habe ich jetzt hier noch nicht geprogressed. Ich habe halt unnormal viel kassiert, weil ich nicht wusste, wie man gegen die kämpft. So, aber hier geht's doch gar nicht weiter, ne? Oder? Nee. Gut. I mean, ich habe den Spell an, dass ich einmal gehittet werden kann, der ohne gekillt zu werden. Ja, ey, Gift ist ja dann absolut Dogshit in... Hä? Gift ist ja absolut Dogshit dann in Dark Souls 3. Also brauche ja niemand. Ist ja crazy. So, wie sieht's hier aus? Oh, da hinten, seht ihr? Da ist schon wieder so ein Atze. Ist doch scheiße. Versuch links, deshalb Zeit für Leuchtfeuer. Nice. Nice, nice, nice. Ey, war da irgendeine Patrouille, oder? Große Titanitscherbe, nein. Ich brauche Bonfire. Ist hier ein Atze? Digga, ich liebe das Game. Hier brennt's. Oh, Digga, da ist so einer. Da ist ein Tor.
Und hier ist schon das Hauptgebäude. Und hier? Da ist das Bonfire. Okay, ich gehe erstmal zum Bonfire. Ich habe ein bisschen Schiss. Aber hier sollte ja eigentlich nichts sein. Okay, sehr wichtig. Wer ist das? Erstmal reden? Nee, erstmal hinsetzen. Anri. Nice. So, Freunde. Wir wissen, was jetzt passiert. Ich gehe mal weg von ihr. Nicht, dass wenn ich reintappe, ich sie aus Versehen box oder so. Wo ist die Maus? Ah, mein PC raucht wieder ab hier, oder was? Wo ist die Maus? Da. So. Anri. Once Anri is found in the Church of Yorshka. Da sind wir gerade. Speaking to them will cause them to give you the ring of the evil eye if they haven't already. Haben wir schon. And speaking to them again will net the quiet resolve gesture. Once you return to the area, they will be gone and the summon sign will appear in front of the Pontiff Sully Vance Boss Room. To the right is facing away, blah, blah, blah. Was muss ich machen? Ending with the... Okay. Ja, aber ich will sie ja nicht beschwören, oder? In order to progress down questline A, the questline that voids the usurpation of fire ending, you must kill the pilgrim in the corner of the room at the Church of Yoshka's bonfire. Wollen wir das? She is disguised as one of the statues before killing Pontiff. Wollen wir das? Nein. Okay. The pilgrim will drop the chameleon spell when killed. The ending available with Henry's storyline is dependent on the pilgrim status after Pontiff Sullivan has been defeated. If the pilgrim is dead when the Pontiff is defeated, questline A becomes available. Bla 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 bla. If the pilgrim is not dead, questline B is possible, provided you meet the other requirements. Note, killing the pilgrim will cause Yuria of Londo to rail, blah, blah, blah. End? Spoilers. Halbe Bibel, ganzer Hurensohn. Danke, Mann. Wirklich. Ja, lasse ich mich jetzt spoilern oder nicht? Ja, I mean, was mache ich hier? Natürlich lasse ich mich spoilern. End. Henry's summoning sign will appear next to a prism stone in front of the large golden cathedral door in Anno Londo. Using the sign will cause you to be summoned as a phantom to help Henry kill Aldrich. Und der ist der Endboss, ja? This fight can be attempted any number of times. Geil. Regardless of either your death or Henry's. After killing Andrich together, you can talk to Lude to receive Anri's straight sword that was left for you as a gift. Ja, wenn ich das Game durch habe, cool. Okay, also, ich kill jetzt niemanden, red einfach nur mit ihr und progresse weiter, right? Und dann als nächstes beim Endboss. Gut. Mhm. Das ist nicht der Endboss, wo sie dich ruft. Okay, cool. Moin. Ich dachte, es könnte du sein. Gut, dich zu sehen. Ich habe nie geschafft, Horus zu finden. Aber meine Aufgabe muss getan werden, selbst allein. As an unkindled Lord Seeker. For the children I knew, bless their souls. We all have our reasons, don't we? Ah. You are. I would do well to learn from. May the flames guide your way. Mhm. Ah, I would make. So, fertig.
So, und jetzt, hier ist irgendeine Statue, ja? Und hier ist irgendein Atze, ja? Der sie ambusht, oder was? Ja, greif auf keinen Fall Statuen an. Digga, das haben wir doch gerade gelesen. Entspannt euch. Das habe ich doch literally gerade selber gesagt. Dass wir ihren Dialog machen. Beweis der Eintracht. Spandau? Was ist das denn? Was ist das denn? Beweis, dass ein blauer Wächter einen dunklen Geist besiegt hat. Ach, ist einfach ein Eid-Item. Okay. Und ich gehe jetzt und alles ist gut, ja? Weil wenn da irgendein Typ des Geist steht, der killt sie ja doch vielleicht oder so, oder? Hm. Okay, ich kann hier raus oder da hoch? Ja, kill sie, umbringen. Ja, der killt. Nein, ist nicht gut. Jein, ja, er tötet sie. Digga, ich hab doch gerade... Wenn ihr jetzt Scheiße labert, ich erzieh euch um. Questline B. Digga, was? Katakomben. So. Find Andre again. Exhaust all dialogue. Do not kill the pilgrim in the corner of the room when talking to Andre at the Church of Yoshka. Doing so will avoid the ending. After defeating Pontiff and opening the path to Anor Londo, speak to Yuria at the Firelink Shrine. Use the talk option, exhaust all dialogue. If done correctly, she will tell you that your spouse awaits you in the Temple of Darkmoon. Perform the wedding ceremony. The tomb is located behind the foil statue in the room before you get to the rotation. Okay. Wir heiraten die. Und dann kriegen wir auch das Schwert. Krass. Ja, okay, aber da mache ich da gar nichts. Note 2 lesen. Scheiße, Digga. Ja, better safe than sorry, bin ich ehrlich. Aber ist auch schon ein bisschen nervig. Vor allem, weil das Raustappen immer so ewig dauert. Das triggert mich, weil das ein scheiß Konsolenport ist. Ich hasse Konsolen. Dieses Spiel wurde für die Konsole entwickelt und deswegen müssen wir scheiß PC-Gamer darunter leiden, wenn wir raustappen und reintappen, Digga. Weil das halt nicht so... Ach komm, leck mich. Und 60 FPS-Cap regt mich eher am meisten auf. Also. Note 2. If you don't kill the pilgrim, you can find Henry dead in the Darkmoon tomb and loot her sword off her corpse. As long as Yuria is not hostile towards you. Ja, also muss ich ihn doch killen. Digga, warum ist das eine Doktorarbeit? If Pontiff is killed before you find Henry in the catacombs. Nee, catacombs ist ja das Gebiet davor. Also alles gut. Wenn er stirbt, stirbt Henry nicht und andersrum. Ja, aber hier steht doch, dass ich ihn nicht killen soll. Oder meint ihr mit er jetzt Pontiff? Oder diesen Disguise Pilgrim. Do not kill the pilgrim in the corner of the room when talking to
to Unri at the Church of Yoshka Bonfire. Doing so will avoid the ending. Guckt doch einfach ein Video, ihr habt so fucking recht. Dark Souls Quests, ne? Vor 7 Jahren. 8 Minuten. 1 Minute 34. Digga, das ist aber voll Spoiler. Elf. 15. 12. So, wir wollen ja Questline B, ne? Ich kann echt nicht in den Chat gucken. Ich krieg AIDS. Es tut mir leid, Leute. Also, nicht böse gemeint, aber jede einzelne Person sagt was anderes. Ich werde crazy. Ich höre 1000 Stimmen in meinem Kopf gerade. Der Chat wird gerade so reingetrichtert und ich habe einfach nur das Gefühl, ich kann es gar nicht richtig machen. Es bringt nichts, wenn ihr jetzt alle mir Input gibt. Ich werde schizophren, wirklich. Eis.de, Digga. Also, nochmal kühlen Kopf. Ich will kein Video gucken, weil ich habe Schiss, dass ich jetzt übel gespoilert werde und ich will jetzt auch nicht 15 Minuten Video gucken. Find Unri in the church. Dann. Exhaust all dialogue. Dann. Do not kill the pilgrim. Gut, ich gehe weiter. When talking to Unri. Okay. Aber danach dann, oder was? Doing so will avoid the ending. After defeating Pontiff and opening the path to Anno Londo, speak to Yuri at the filing shrine. Use the talk option. Okay, bababab, bababab, bababab. Dann soll ich in den Tempel von Darkmoon. Da gibt es eine Wedding-Zeremonie. Mit wem? Wahrscheinlich mit Unri. Ich sehe hier nirgendwo, dass sie stirbt. Aber hier steht halt, sie würde sterben. Aber das wird hier in Questline B komplett untergraben. Weil hier steht ja, sie stirbt, wenn ich ihn nicht kille. Maxim anrufen. Einfach Telefonjoker. Jo. True. Die stirbt immer. Digga, wenn das der Fall ist, dann hasse ich euch richtig. Weil das ist das Einzige, was ihr argumentativ von euch bringt, um mich abzuhalten, weiter zu zocken. Hallo Maxim, ich bin gerade on stream in Dark Souls 3. Kann ich dich auf laut machen? Ja, kannst du machen. Also Unri, ne? Ja. Oh, die ist nervig. Digga, und wie? Und dann stell dir vor, 13.000 Leute wissen es alle besser. Also, ich bin hier im Wiki. Lese mir das durch und reiz immer noch nicht. Also, ich will ihr scheiß Schwert. Ja. Und es gibt ja Questline A und B. Ich bin gerade in dieser Kirche von Yoshka oder so, wo sie da steht und wo dieser Pilgrim da hockt, der disguised ist. Mhm. Wenn ich jetzt einfach weitergehe, dann stirbt sie, weil der Pilgrim sie umbringt, right? Du kannst den irgendwie, ich glaube, man konnte den vorher einfach erschlagen, oder? Weil der snipt sie ja von Weitem schon. Genau. Würde ich ihn erschlagen, dann wäre das Questline A, aber ich will sie ja heiraten. Und das wäre Questline B. Und da steht, man soll den nicht killen. Okay. Also ich habe es zur Heirat noch nicht geschafft. Also auf jeden Fall ingame nicht. Deswegen, wie bringst du die denn dazu zu überleben? Was steht denn da im Wiki drin? Ja, das ist genau der Punkt. Das wird komplett unterschlagen. Hier steht einfach nur, do not kill the pilgrim. Fertig. Ja. So, und dann steht aber bei einer Note, aber ist das eine Note, die für A zählt? Weil es gibt für B keine Notes. Weil da ist eine Note, da steht, if you don't kill the pilgrim, you can find Unri dead in the Darkmoon Tomb and loot her sword off her corpse. Aber ich will die heiraten. Die Notes sind nur für A, okay.
Okay. Ja, ich sehe es gerade vor mir. Also so wie ich... Also geheiratet habe ich sie tatsächlich noch nicht. Ich glaube, du kannst sie, wenn du nur das Schwert willst, kannst du die wahrscheinlich jetzt schon totprügeln. Safe, ja. Aber ist schon geil hier mit Cutscene und einer Heirat und so, wäre schon geil. Also wie ich das jetzt verstehe, ich bin jetzt gerade bei siebtens und da steht einfach nur, ich soll ihren Dialog exhausten, habe ich, ich soll den Pilgrim nicht killen, mache ich nicht und dann Punkt, dann kommt Punkt 8. Und dann soll ich quasi den einen Boss killen und wenn ich das gemacht habe, öffnet sich Anno Londo und weiter geht die wilde Fahrt. Aber ich bin so irritiert, weil so wie ich das verstehe, auch bei Questline A ist es so, wenn ich den jetzt nicht töte, den Pilgrim, bringt er sie ja um. Wie soll ich sie dann heiraten? Ja, das Ding ist halt, also ein Auge von mir guckt jetzt auch auf den Chat. Da kriegen die so auf jeden Fall auch die Krise. also das Problem ist, ich kann dir da tatsächlich sehr wenig helfen. Weil alles ich klar. Ich habe die Hochzeitsquest quasi nicht so durchgespielt. Das Problem ist halt, dass du versaust dir dann natürlich auch einige Situationen. Ich habe das quasi auch mal alles mal durchgewickelt und du spielst dann auch die Fights eventuell nicht natürlich. Ja. Was halt auch weird ja, ist. Ja, also ja. Wo ich jetzt dort bin, wo du jetzt gerade bist, da wurde ich auch zu Tode geflankt, weil ich aus Spaß mal irgendwelche NPCs gerufen habe, weil ich nie wusste, was das für eine Mechanik ist oder was das da sollte, was auf dem Boden steht. Naja, ich glaube, Dark Souls Quests ist halt ein Heiligtum für die Leute. Wenn du da einen falschen C setzt, bist du halt, du bist dran. Okay. Da gibt es nur Opfer, muss man sagen. Ja, okay. Also ich würde die Toddialogen, das würde ich auf jeden Fall machen. Und dann würde ich einfach weitergehen, so wie es quasi drin steht. Gut. Also die Leute sagen ja auch, man heiratet irgendwie die Leiche. Also ja, habe ich gerade auch gelesen. Wo sie dann ready liegt. Und okay. Ich muss einfach gucken, ob du einen Zombie heiratest oder nicht. Verstehe ich. Gut. Dann vielen Dank, dir noch einen schönen Abend. Jo, dir auch mal, außer rein. Tschüssi. Also, dass man die Leiche heiratet, das erklärt ja alles. Aber wer? Warum schreiben die das nicht rein? Digga, übrigens, nach siebtens in Klammern, sie stirbt, aber nicht schlimm, weil die Heirat ist mit dem Toten. Perform the wedding, tomb is located, bla, talk to the pilgrim NPC. Bonfire. Walk to the dead body and perform the... Was? Digga, da steht einfach... Nein, es steht nicht im Text. Im Text steht Walk to the dead body. Da steht doch nirgendwo, dass sie stirbt. Oder habe ich Tomaten auf den Augen? Find Henry, bla. Exhausted, do not kill the pilgrim. Doing so will avoid the ending. After defeating Pontiff and opening the path to bla, speak to Yuria. Use the talk option, exhaust all dialogue. If done correctly, she will tell you that your spouse... Okay, was heißt das? Tote Braut? Ehepartnerin? Awaits you in the temple. Perform the wedding, bla bla bla, bla bla bla. Talk to pilgrim, geh zu irgendeinem toten Body und perform. Wo steht dort, dass sie stirbt? Und dass man... Das regt mich so auf, weil das ist ja so verwirrend. Das hat mich gerade legit, und deswegen bin ich so sauer, 15 Minuten vom Dark Souls Zocken abgehalten. Ich weiß, dass da Dead Body steht, aber da steht nicht Annie's Dead Body, da steht THE Dead Body. Ich gehe jetzt rein und zock weiter. Digga, deswegen wirklich Quests. Vielleicht change ich jetzt mein Mind und scheiß wirklich komplett auf Quests. Weil es ist ja nur ein Krampf. Vor allem auch mit euch, muss ich sagen. No offense. Aber ihr seht ja selber, was im Chat abgeht. Da sind ja auch viele nicht eurer Meinung. Das ist einfach insane. Wo bin ich jetzt? Ah ja, hier. Also, du stirbst. Wir sehen uns später auf der Party. Ich will einfach nur zocken. Warum habe ich mir das vorgenommen, dass ich die Quests machen will? Ich bin so dumm. Na ja, gut, für die Items, ne? Für die Quest-Items. Ist schon geil. Verzeih nicht, der Ritter. Bitte jetzt töte sie, danke. Das wäre eigentlich die logischste Konsequenz, dass ich sie jetzt einfach umhau.
stirbst jetzt. Ja, hast du keinen Tropfen mehr in deiner Scheißpulle, wa? Ich will eh keinen Zombie heilen. Oh, cooles Feuerschwert. Blöde Kuh. Stirb! Da! Friss Scheiße. Quest-Item. Bro, man kann einfach Quests abkürzen. Wer ist so dumm und ballert die Quest durch? Digga, Quest... Stellt euch vor, in WoW würde man Quest-Reward bekommen, wenn man die Quest abbricht. Ist mir scheißegal. Ist mir so scheißegal. Die hat jetzt gelitten, Junge. So, was habe ich bekommen? Digga, das war mir jetzt zu viel. Da. E-Glaube. Haltung. Müll. Auch noch Müll. Auch noch Müll. Das ist einfach Müll. Digga, was ist das für ein Zahnstocher? So, und welcher Wichser ist jetzt hier auch noch questrelevant? Digga, ich bring den auch um. Arschloch. Hilfe, Nuria. Ist mir so scheißegal, ich pisse auf eure Leichen. Danke für den Spell. Arschlecken Dark Souls Quest. I change my mind. Mach ich ein New Game Plus 1 oder 2 oder 3. Ist mir scheißegal. Ich pisse Dark Souls Quests. So, wer will aufs Maul? Versuch rechts. Gut. Vorsicht vor Tarnung. Digga, denkst du, ich bin beschissen? Hab deine Äuglein gesehen, kleiner Mann. So! Ich fick euch alle, würde ich nehmen. Scheiß toten Arsch. Ah! Wer braucht Maul? Du? Du dumme Sau! Die! Bringen um. Oh, was ist dahinter? Geht doch. Geht doch. Wer will aufs Maul? Anri. Wird hier crazy bei so einem Chat, wirklich. Du musst, hey, no, lies doch Note B. Du musst, nein, Rip-Quest. Waifu. Heirat die. Digga, wer will in Dark Souls heiraten? Und es gibt jetzt erstmal keine Wette. Mann, mir wird gerade so warm. Das ist beschissen. Ja, wo lang? Guck mal, da ist einer. Der denkt auch, er hätte... Digga, wer ist er, Alter? Ich glaube, wir gehen erstmal um in die Kirche tatsächlich. Und Pfeile kaufen wäre eigentlich auch geil. Lol, mein Bogen. Ist rechts, ne? Wieso ist mein Bogen weg? Pfeile kaufen wäre nice. Aber ich guck erstmal hoch. Guck mal hier, rechts, links. Ja, zack. Banane is alive. Richtig. Kinski-Mode. Ja, muss auch mal sein. So. Digga, das ist richtig suspicious. Versuchflügel. Okay, ich glaube, hier droppt man später runter. Kann das sein? Wahrscheinlich. Digga, nerv doch nicht! Hehe, ich mein Rotsignal, dann poppt das bei Henno Stream auf. Ihr seid alles kleine Affen. So. Ich gehe jetzt erstmal Feierling schreien.
Emote-Only-Chat. Ich kaufe Pfeile, weil ich liebe den Bogen. Und ich liebe die Tränen all derer, die zu blöde sind, den scheiß Bogen zu nutzen. Wie kann man so blöd sein? Ah, Eschwein. So, Gift ist Schmutz, Federpfeil, Holzpfeil. Sind ja eh eigentlich nur zum Baiten. Gut. Eschwein. Eschwein. Hast du noch was? Das ist ja krass. Hey, habe ich den übersehen? 12 Zauberei, Int, bräuchte ich 2 Level. Wäre vielleicht Wolf. Weil das ist kein Waffenbuff. Deswegen ist der Ultra Wolf. Weil die meisten Buffs sind auf die Waffen. Aber viele Waffen, gerade wenn die infused sind oder so, kann man die halt nicht buffen. Ja, noted. Dementsprechend ist das Leuchtfeuer vielleicht echt Wolf, 2 Level in Int zu gehen. Ansonsten Chaossturm. Das klingt sehr Wolf. Aber die Kugel ist halt auch insane. Do not be gone, Philip. Na gut. Gut, okay. Na gut. Dann level ich jetzt erstmal. Digga, du sitzt auch jedes Mal woanders. Very well, then take. Touch my ass. So, ich mache mal wieder einen Glaube. Übrigens, was ich gelernt habe, die Dinger haben Poys. Talismane haben Poys. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser Sonnenlicht-Talisman hat mit Abstand am meisten Poys. Das bedeutet, man castet. Gegner greifen einen an, ist vor allem im PvP wichtig, und man zieht den Cast aber durch, womit kein Gegner rechnet. Das heißt, je nachdem, welchen Talisman ich nutze, habe ich unterschiedlich viel Poise und werde interrupted oder halt nicht. So. Und ich glaube, der hier hatte am meisten Poise und der hier macht, glaube ich, am meisten Damage. Witzigerweise, weil da steht ja nur 112 und hier 126. Aber ich glaube, der hat ein besseres Scaling. Vielleicht gibt es dann S-Scaling auf... Ja, muss ich nochmal gucken. Das kann man aber nochmal easy... Ja. So. Zurück. Eat the Dinos. Kirche von Joschka. So. Wo gehen wir jetzt lang? Wir haben mehrere Wege. Ne, wir haben 2 Wege. Wir könnten runter. Oder da auf den Platz nochmal, wo die Patrouille war und noch so ein scheiß Feuerzauberermann. Ach. Sorry, ich muss ja die Dings verbrennen. Nein! Jetzt seid ihr wieder muted. Poise ist wichtig für Blitzfall. Zum Beispiel, right. Blitzfall, was meinst du? Also ich habe ja letzte Folge so ein Blitzspell gefunden. Da brauche ich aber 32, glaube. Ja, ja, ich weiß, überflüssige Pfeile landen immer in der Lagerkiste, I know. Irgendwer versucht so durchzukommen zwischen den Emote-Only-Sheds. Brücke! Monster! So. Okay, aber geil, Estus Flaco nochmal deutlich stärker. Ich glaube auch, dass Glaube bzw. Wille bei L. Nee, hast du Glaube, oder? Dass das umso später der Spielverlauf ist, umso brokener wird es. Weil ich glaube, es gibt richtig kranke Spells, so wie ich das verstehe. Nee, genau, wir gehen erstmal da lang. Und die skalieren halt unnormal krass mit Glaube. Und ich glaube, zwischen 50 und 60 ist ja Softcap für Glaube. Ja,
Jo, danke Leute. Alter, 500 Viewer. Hallo, wir zocken hier Dark Souls 3. Ihr schaltet genau richtig ein, weil ich bin gerade fertig mit einem absoluten Rage-Moment. So, was geht hier? Das ist legit. Richtig geiles Level-Design. Ja, vielen Dank für den Raid. Macht euch, setzt euch hin, macht euch ein Getränk auf. Wir tryharden hier in Dark Souls. So. Guck mal, da hinten ist eine Tür. Oh. Was? Die Patrouille ist hier? So, einbürsten, wichtig. Komm doch her. Ah, der zaubert. Boop. Komm bitte her. Jo, erinnert mich aber ein bisschen an Herr der Ringe. Dieser untote König. Oh, bitte. Tu es. In Arsch. Ciao. Dritte Mal die Krone, aber die ist safe viel wert. Okay. So, ich glaube, das ist jetzt tricky. Wait, ist das der, auf den ich droppen kann? Nee, ne? Ich glaube nicht. Kommt er? Nice, er kommt. Geil, und die anderen nicht. Das ist... Das macht den Bogen überhaupt so stark. Dass du einzelne Gegner aus Gruppen ranziehen kannst. Ich finde es so... Oh, da oben ist Bossfight, glaube ich. Guck, Nebelwand. Ich finde das so busted. Und auch so stupid, dass die EntwicklerInnen das irgendwie nicht bedacht haben. Oder... Fork. Okay, wenn ich hier vortrete, trigger ich die alle. Scheiße. Shit. Reset? Ja, ich glaube. Wir machen da oben beim Boss eine Wette. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Ich dachte tatsächlich, na, ist auch scheißegal, was ich dachte. Okay, du brauchst hier gar nicht so rumtoren, du dumme Sau! Du dumme Sau, du! Digga, der schickt da wieder seinen Feuerscheiß durch. Dich bringe ich um. Ja. Aua. Ach, der andere Mann, der andere. Der andere. Schön in der Hüfte. Oh, fast in die Fresse. Digga, ihr seid solche Scheiße, wirklich. Ey, das sind richtig schlimme Gegner. Also der Zauberer. Digga! Der wirklich, das sind solche Arschloch-Gegner. Alles Gute, Henno. Ja, die auch, Mann. Okay, pass auf. Ich glaube, ich feuer eine Kugel ab. Der soll mal näher kommen. Komm mal näher. Ach, du bitte hör auf. Komm mal ran hier. Komm mal ran auf den Meter. Nee, nicht du. Treffe ich den von hier oben? Nee, komm, der andere. Ach, ich krieg den nicht eingeloggt. Ja, jetzt. Ah, shit. Jetzt ist er so weit rechts, Mann. Nee, vielleicht. Ach, Digga. Alter, glaubt ihr es? Der will mich doch verarschen. Dafür kriegst du in den Nacken. Digga, rennt der auf einmal los. Kaum schieße ich. So, jetzt der Wichser da hinten dran.
Moin. Nein! Falsch. Egal. Oh. So, was droppt der? Oh, schick. Na gut. Okay. So. Haben wir's? Noch einer. Zwei? Das wär's jetzt noch. Digga, wäre man hier reingelaufen auf den zu, man wäre so gestorben. Huh? Wow! Was? War das ein Bug? War das ein Bug? Oder ist das ein Move von ihm? Das war literally ein Bug. Heute ist ein guter Tag. Digga, was geht denn heute ab? Das ist ja crazy. Mhm. Ach, da... Nee, da kam ich nicht hoch, oder? Da oben ist ein Item. So, was soll das jetzt hier? Das habe ich zum ersten Mal gesehen. Ja, ich auch. Okay, aber das war der, auf den man droppen konnte. Check. Was geht hier? Oh, Servus. Arschloch. So. Genau, hier kann man raus eben... Genau, und dann dachte ich mir, ah, hier kann man drauf droppen. Okay. Gut. Ja, solche Momente muss man natürlich auch sehen. Na, guck mal, da ist noch einer. Welche, rechts was? Alter, meine Ohren. Gott-Gamer-Ohren. Die haben keine Chance gegen mich. Ich habe viel zu lange PUBG gespielt. Ich höre die Steps von den Gegnern auch. Digga, es klingt auch manchmal so, als würde er kacken. So, ist da noch wer? Komm doch her, Mehmet. Komm. Daneben. Daneben. Ist das das, was ich denke? Ist das, nee, ist ein Edelstein, keine Glut, right? Warte mal, ist das das, was man abgeht, sodass man durchgehend mit... Nee, ist es nicht. Ich dachte, es wäre die Blitzglut. Das ist halt ein Stein, um eine Waffe zur Blitzwaffe zu infusen, aber man braucht ja erst die Glut. Right? Da oben ist noch ein Item. Wie soll man da drauf kommen? What? Ich finde es auch so weird, dass man diese Edelsteine bekommt im Spielverlauf, bevor man die Glut... bekommt. Wisst ihr? Weil der bringt mir ja jetzt gar nichts. Ich würde jetzt, wäre ich wirklich für mich und alleine und so und blind und kein Streamer, würde ich jetzt denken, ich habe den verpasst. Die Glut. Ich würde denken, ich hätte die Glut verpasst und würde jetzt die Gebiete absuchen. Du brauchst keine Glut? Natürlich. Fake-Wand. Leiter. Ey, jetzt nicht wieder Leiter. Hört bitte auf. Aber das ist schon sehr suspicious. Klappt hier irgendwas aus? Hä? Von da oben runterspringen. Von da oben runterspringen. Und hier geht's hoch. Safe. Ah. Ey, ihr seid solche Mütter, wirklich. Du bist es die ganze Zeit. Du denkst, du bist ein richtiger...
du hast Humor, ne? Machst du auch Poetry Slam oder so Stand-Up-Comedy? Da machst du so eine Präsi auf. Hi, das ist mein roter Symbolguide. Damit verarsche ich immer die Streamer. Magie-Clown-Ring. Erhöht magische Angriff auf Kosten der Schadensminderung. Okay. Da hinten ist auch noch ein Item. Okay. So. Ja, dann gehen wir mal da hoch irgendwie. Hier, wa? Nee. Ah, das muss ich aufkriegen. Okay, dann komme ich hier jetzt nicht weiter. Dann war's das. Den habe ich mal gerufen und gekillt, als er abhauen wollte. GG. Passwort reinmachen, dann kommen die Zeichen nicht mehr. True, aber ich glaube auch sonst nichts, ne? Ich wäre schon die pure... Ich finde es... Das war jetzt nur ein Joke. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es eher sogar witzig. Ich finde es funny, wenn so Leute vor eine Leiter oder so ihr scheiß rotes Symbol machen. In der Hoffnung, ich vertipp mich hier. So. Ja, dann geht's ja jetzt nur weiter unten, ne? Guck mal, was hier. Ja gut, dann runter. Kirche und runter. Dann war der Platz jetzt so gesehen nur da für den Blitzdingstein. Was? Was ist los? Item? Wo? Habe ich was übersehen? Wehe, ihr meint jetzt das Ding, was da oben drauf liegt. Dann rasiere ich euch die Klöten. In der Ecke. Ja, ich gucke ja viel auf Chat, deswegen habe ich auch manchmal Tunnelblick. In der Ecke? Wo habe ich gerade... Hier bin ich lang? Hm? Drin? Item rechts? Beim Ausguck? Aus... Ah, da! Oh, krass. Das hab... Okay, krass. Nee, habe ich nicht gesehen. Gut, ist aber auch Müll. Leider. Merci. Also, was heißt Müll? Aber... Ich würde da gern die Waffe hier weiter leveln, ne? So. Das war eine komplett sinnlose Dings. Dann setze ich mich jetzt hier hin. Nehme ich das wieder, ist die Frage. Das Ding ist es halt, Alter. Blitzfall, du hattest recht. Doris Qual, wollen wir mal probieren? Ah, nicht, dass dann die Troller sauer ist. Ja, und dann noch den, oder? Oh ne, wir machen jetzt Auffrischung noch. Geil. Jetzt haben wir ein gutes Line-Up. Digga, wir haben drei Spells. Soll ich die mal ausprobieren? Da, wo das Item gerade lag, war direkt daneben eine unsichtbare Wand. Seelentau, ich nehme dich beim Wort, du bist VIP. Seelentau? Ich meine schon, ja. Das klingt jetzt unsicher. Ich bin ja dumm. Okay, aber ich kann probieren. Yeah! Hä? Bonfeuer! Oh, Bleed! Oh, krass. Gegen Bosse gut. Gegen Bosse gut. Jetzt reicht's mir. Genug rumgezappelt. Ist gegen Bosse gut. Bleed macht prozentual Damage. Seelentau. Seelentau. Frisch VIP und du machst sowas. Lange nicht gespielt. Alles klar. 07 Seelentau. Du wirst jetzt gebannt. Weg, weg, Bande weg. Spaß. Spaß. Ja. So, wir gehen mal runter in die Katakomben. Anyway. Dachte, das 3 ist runtergeladen.
So, wait, bin ich zu weit? Nee, war richtig, ne? Hier sind die getarnten Dudes. Wo sind die Äuglein? Äuglein? Äuglein. Äuglein. Da sind die Äuglein. Da sind noch mehr Äugleinse. Ja, das tut weh, ich weiß. Aber das muss sein, die Schmerzen müssen sein. So, genau, hier runter. Oh, das Schild ist so geil, was wir an EP, an Seelen farmen. Oh, ob hier wohl ein Feind lauert? Schieß in deine Fickfresse, Junge. So, da lasse ich mir auch nochmal extra Zeit. Scheiße, ne? So fühlt sich das Leben an. Wenn du einfach die Scheiße des Geist. So, hier links in der Ecke habe ich Steps gehört. Hund. Okay. Da liegen auch ein paar Blutpfützen. Ist das schon wieder Anri-Verschnitt? Nee. Oh, Digga, hat der ein Schwert. Maschallah. Mhm. Links. Sinnlos. Hundi, wow, wow. Hundi, wow, wow. Ich renne einfach. Nee, einfach reinrennen ist immer das Dümmste. Oh, zwei. Pass auf. Ciao. Digga, das ist ja insane effektiv. Weil die sind feuerimmun. Anfällig. Drehen sich auf den Rücken in die Lavalake. Yeah. Manchmal kommt es so aus einem raus. Digga, aber ich hab die gefickt. Also mal wirklich, ne? Die hatten keine Chance, hatten die. Die hatten Narda. Narda Chance. Oh, ein Verbündeter. Das sieht aus wie Chemnitz. So. Vorsicht vor Bestien. Naja, entspannt euch mal. Digga, hast du eine Axt? Da ist einer. Vorsicht vor Geist. Ja, ich sehe es. Digga, da unten ist ja alles voll! Heilige Scheiße. Oh, ich kann nichts anvisieren. Feuer frei! Ah! Okay, aber die Brüder haben kassiert. Feuer frei! Silvester! Oh. Böllern! Hm. Er kommt her. Erscheine, Lumos. Lumos. Oh, voll in die Scheiße. Juckt ihn nicht. Jetzt fliegt da ein Pfeil rum. Das ist der Mordkeller. Ich glaube es. Ja gut, aber können die was? Sind das unterschiedliche? Digga, die kriechen. Ja, aber wer ist so dumm und lässt sich von denen killen? Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe auch das Gefühl, die können gar nichts. Rein da. Jala. Aber man... Hä? Ach, Range, oder was? Ja, hier? Ja. Aber man muss ja auch nichts überstürzen. Walla. Walla. Hä? 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 Das habe ich nicht gecheckt. Okay, die Atzen am Bock. Yeah. Hey.
du friss, was ich wegschmeiß. Dieses Schwert ist so geil. Ne Leiter, Chat. Ne Leiter. Oh, ne. So. Wir haben Leiter-Emote übrigens. Vergesst es nicht. Oder? Haben wir das noch? Ach, er hier. Haben wir keinen Leiter? Doch, da ist eins. Ja, aber vielleicht soll ich mal die Leiter hinstellen und die macht ein Emote? Hä? Ja, manche sind unsichtbar. Mach. Okay, ich höre nichts mehr tuscheln. Gut. Doch, ich höre noch was tuscheln. Ich stelle mich mal oben hin, lieber. Man sieht auch sehr viel. So. Wer hat denn hier Bananenreste liegen lassen? Welche dumme Sau. Oh. Soll ich so machen? Ah. Oh. Ja, also das war schon gut, glaube ich. Aber... muss ja auch Bewegtbild sein, ne? Oder ich meine einfach nur so. Clippy! Ja, sucht euch was aus, und mir scheißegal. Oh nee, die Pringles! Meine Pringles! So. Okay. Ich lebe noch, das ist das Wichtigste. Gaming. Fackel, actually, oder? Fackel. Fackel. Dann sehe ich was. Oder nicht? Ja, geil. Und einhändig kann ich das Schwert schwingen. Oh, geil. Ich sehe richtig viel. Nice. Kein Shortcut. Oh, Fackel ist so gut. Leiter 1 bringt jetzt 0. Aber ich höre noch... ja, auf die Balken dachte ich eben auch, aber... hier höre ich noch wen. Nee. Was hier? Ja, also safe da hoch. Aber ja, irgendwie auf die Balken. Man könnte schon drauf springen, aber... guck mal, da oben ist einer. Krass. Seht ihr die Augen? Okay, ich gehe erstmal die Leiter hoch. Was soll ich mit dem Clip? Ich brauche ein Emote. Okay, ja. Hier geht's auf Balken. Und da sind Dudes. Für Steps. Okay, den muss ich anscheinend fighten. Krass, der hatte keine Augen. Keine leuchtenden Augen. Okay, das ist ein bisschen scary. So, hier könnte ich runterspringen. Wo bin ich dann? Bin dran. Super Clippy. Aber hier gehe ich nicht runter, oder? Wer weiß, wo ich dann... ja, dann bin ich unten. Clippy ist einfach so ein Macher. So. Erstmal das da. Beichtstein. Digga, wer braucht diesen Schmutz? Hä?
Ah. Ciao. So, wo lang? Hier war ein Gegner. Achso. Oh, hier kann ich droppen. Versuch unten. Okay. Aber vielleicht auch vorher da hinten irgendwie? Irgendwas? Nee? Not really, ne? Ist das eine Fake Wall? Nö. Okay. Ey, die Fackel ist so nice. Dient halt auch als Lampe. War das in Dark Souls 1 und 2 auch schon so? Ich erinnere mich, bei Dark Souls 1 hatten wir immer diese Schädellampe. Aber ich glaube, Fackel gab es auch, nur die ist ausgegangen oder so. War da, und bei Dark Souls 2 musste man doch sogar so Fackelträger anstellen, erinnere ich mich. Da war die Fackel doch sogar so ein essentielles Tool vom Game. Okay, hier ist eine Truhe. Könnte alles sein. Joschkas Speer. Okay. Joschkas Speer. Beschwichtigen. Erhebt den Speer in einem Gebet und verringert vorübergehend die FP des Gegners mit jedem Stoß. Crazy. Alter. Das ist ja ein Kloppo. Gut, aber PvE halt uninteressant, ne? Glaube ich. Astoria, Greatsort, Greatsort, wo ist es? Da. Na, hier kommt Splash, Bruder, ich hab so Bock, ey. Gegen Knossi und Max Kruse. So, aber das war's, ne? Dann kann ich wieder runter. Kann ich hier jumpen? Ja. Ja, ich bin auch ultra-hyped, Yannick. Ich sag's dir. So. Okay, hier sterben viele. Hm. But why? Da sind zwei. Na, komm her. Next. Was geht da unten? Okay. Warum sterben hier Leute? Warum sterben hier Leute? Man spielt Spandau 23.10 Uhr, glaube ich. Ich höre Echse. Wieso sterben hier Leute? Alter, wie viel hier sterben? What the fuck? Wo ist das Vieh? Da! Wie kommt man da hin? Unten ist da ein Durchgang? Ich habe auf jeden Fall Respekt. Tür voraus. Okay, aber ich will jetzt nicht blind in eine Sackgasse. Okay. Ey, bei denen kriege ich immer Panik. Sollten wir irgendwann mal eine geile Bosswaffe bekommen, Junge? Wir können die so heftig upgraden. Ah, deswegen sterben Leute. Der aktiviert hier alle und dann rennen alle. I see. I see. Aha. Na komm, tob dich aus. Noch einer? Jo, guck mal, wie die alle Bock haben. Oh, da war noch einer. Crazy. Okay, die haben nicht immer die Augen an. Oh Gott. Die haben nicht immer Augen an.
Digga, wir hätten da an die Wand gekotzt. Alter, Simon, danke dir. Wir sind gerade am Dark Souls daddeln. Macht's euch gemütlich. Der zaubert ein bisschen. Okay, erstmal mache ich den da weg. Okay, der ist noch woanders. Mist. Hör jetzt mal auf. Ist hier noch hier Schreie? So. Blutiger Edelstein. Cool. Kann man Bleed-Waffe machen. Also Leute, wir zocken hier gerade Dark Souls 3. Sind im quasi No-Death Run. Ich will es nicht jinxen. Level 63. 32 Stunden in-game. 27 Tode. Sind hier gerade in Lilith oder wie das heißt? Was ist das? Digga, da ist jemand tot, oder? Ist er tot? Oh, ich will nicht reinfallen. Nackenklatscher. Dreh bitte um, ich will einen Feuerball auf dich drauf machen. Ach du Scheiße. Ein Freund. Kommt der nicht hoch? Der krabbelt zurück. Sehr gut für uns. Das ist die Beate. Sowas liebe ich an Dark Souls. Diese Hitbox von Kanten. Kann ich gut leiden. Fuck! Genau das dachte ich! Yeah! Das ist ja super! Super duper! Und jetzt klatsche ich dich. So. War doch einmal frei. Einwandfreie Nummer. Wegen der Opferung, ja. So, was passiert jetzt hier? Yeah. Wir werden da reingekackt. Achso, da sind ihre Eingeweide. Von der Beate. 12-armige Umarmung, ja. Die orgelt sich 12-armig einen rein am Wochenende. So. Was ist das? Okay, hier ist safe Bossfight. Irgendein Fisch, irgendein Drache. Hier landet gleich was. Safe. Nicht voraus, überall. Deshalb Vorsicht vor Unglück. Das ist jetzt so ein Moment, wo ich mir überlege, sollte ich weitermachen? Was gab es noch für Wege? Gab nur den Weg, oder? Digga, ihr seid solche Schweine. Gab es noch einen anderen Weg? Ja, DLC, Dancer. Ja, dann gehen wir hier lang. Also, ich gehe mal davon aus, wenn ich einen Fuß ins Wasser... Guck mal, hier sind so Inseln. So, jetzt vielleicht Emote-Only, Chat? Weil wenn das jetzt wirklich Bossfight ist, dachte ich mir, Emote-Only? Guck mal, macht der ja eh gerade nichts anderes. Also, ich glaube, man setzt hier einen Fuß ins Wasser und dann passieren Sachen. Und deswegen gibt es hier Inseln, auf denen man vielleicht safe ist. Och nee! Och nee! Na gut, dann komm. Komm, wir fighten, wir kämpfen. Fuck. Ich hau dir auf die Schnauze. Jesus. Wir kämpfen.
Okay. Ah, fuck, Mann! Nein, jetzt kommt er wieder und beißt mich, oder? Fuck! Nein, 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 nein. Oh, ich hab vorher nochmal geheilt. Scheiße, ich hab nur zwei Flaschen. Fuck! Ich seh nix, ich seh nix. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, ja, ja. Ich muss durchziehen, aber ich glaube, ich schaff's nicht. Warte mal. Fuck. Nee, okay. Aber jetzt kenne ich all seine Moves. Ich kenne all seine Moves. Ist fein. Ist fein. Ich glaube, jetzt schaffe ich ihn. Okay. Ja. Sollte alles gehen. Ich mache erstmal 28 Tode. Kann jetzt Emote Only Chat ruhig aus. Zack, 28. Es geht wieder los! Ach du Scheiße. Die beim Tod gehaltene Waffe ist für eine Stunde verboten. Das ist nicht gut. Ciao. So, Astoria Greatsword weg. Scheiß der Hund, ey. Sieg oder Tod. 190. Tja. Ich mache einen Timer, sobald ich ready bin. Weil wenn ich jetzt schon einen Timer laufen lasse, wäre irgendwie ein bisschen weird. Ja, warte, machen wir. Erstmal habe ich ultra viel Seelen. Timer läuft, okay. Okay. Ja, ich muss aber nachdenken. Also, was nehme ich jetzt? Ich könnte die Wingblades hier, Windblades wieder nehmen. Die habe ich auf plus 3. Ich könnte ihn auch versuchen, nur mit Spell zu machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt eine Waffe hochleveln will. Das skaliert zumindest ein bisschen auf Faith. Ihr Schwert. Bin am Überlegen, was ich jetzt mache. Also, erstmal grundsätzlich. Ob ich mir jetzt eine Waffe nachziehe, weißt du?
Ich muss eigentlich. Was auch, wenn die Strafe nochmal kommt, ne? Alter. Die Leiter. Also was halt, wenn die Strafe nochmal kommt? So, ich brauche ja eine alternative Waffe. Ich habe gehofft, dass wir damit warten, bis ich irgendwie erwürge, eine geile Bosswaffe oder so finde. Also, Waffe durchwirken. Lotrik. Blitz. Nee. Siehst du, es geht noch gar nicht, Blitz. Okay, Waffe verstärken. Wo ist es da? Funkeltitanit. Mhm. Ach, nee, dann verbaue ich mir jetzt. Guck mal, ich habe ja viele große Scherben, oder wie die Scheiße heißt. Dann baller ich das jetzt hoch. Ja. Das Riesenvier wird anscheinend eh nicht gestaggert. Also ich poppe Seelen, beziehungsweise verkaufe die. Ah. Hey. Die. Naja, ist auch scheißegal. So, das sollte reichen. 27.000. Das. Aber ich müsste es dann eigentlich auch durch Infusen. Also das Funkeltitanit will ich mir aufheben, weil das ist halt endlich. Ja. Komm, davon eine große. Ja, komm. Eine große fehlt. Schade, schade, schade. Feuer. Dunkelheit. Nee. Giftig. Feuer? Just for the lulz? Guck mal, ich habe zwei davon. Und das Vieh... Vielleicht ist das feuerempfindlich. Wisst ihr, wie ich meine? Aber Dunkelheit? Nee, das ist abgründig. Keine Ahnung, was abgründig ist. Guck mal, das Vieh war Blitz und lebt im Wasser. Aber gefühlt ist auch... Also ich glaube, Feuer ist legit gut, weil gefühlt ist jede zweite Kreatur in Dark Souls feuerempfindlich. Ne, wie sagt man? Ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Und es ist super krasser Base Damage. Also wir gehen auf 240. Und dadurch, dass ich nicht so viele Upgrade-Möglichkeiten habe, machen will, wie auch immer. Und ich habe ja auch kein Quality-Build. Also Stärke und Geschick habe ich wirklich super wenig. Nur gerade so viel, dass ich das Astoria Greatsword nehmen kann. Deswegen, go. Machen wir. Wir haben zwei Feueredelsteine. Alles spricht dafür. Let's go. Heimen Sie mir dem Vieh Feuer ein. So. Ihr seid echt solche Rabauken. So. Kirche, ne? Ja. Ich glaube, was richtig kracht bei dem Vieh, ist der Bleed Spell. Du brauchst nicht BTTV Nio, sondern 7TV, Ausrufezeichen 7TV. Und ich muss bei BTTV mal alles rausschmeißen. Da ist es my bad. Auch an die Mods, ich verscheiße es. So, ich glaube, schlecht, weil das Vieh ist saumobil. Gut, weil prozentualer Damage. So, was haben wir noch rein? Alle Resistenzen werden erhöht. Auffrischen ist an sich geil. Vielleicht Tränen-Ding. Aber dann vielleicht lieber Blitz. Den. V.
von der Distanz so ein bisschen drauf, wisst ihr? Oder wenn es schwierig wird, tippe ich mich einfach aus. Ja, aber der ist, glaube ich, schon... wobei, das Vieh macht Blitze. Also wird es dann doch lieber der Chaosfeuerball, ne? Ach. Ja. Große Feuerkugel. Auffrischen. Doris Qual. Abfahrt. Dann würde ich eventuell sogar... Aber der Ort, bei dem ich gefightet habe, ist, glaube ich, gut. Der Ort, bei dem ich gefightet habe, ist ganz gut. Habt ihr, by the way, den Timer am Laufen? Weil ansonsten, wie viel ist denn noch? Ansonsten mache ich mir noch einen Timer. Ja, Glut mache ich doch noch. Chillt. Bis 22.30 Uhr. Also noch 53 Minuten. So. Juti. Glut. Kann ich das Ding jetzt noch buffen? Nee, ne? Nee. 23.000 Seelen. Die müssen nochmal ausgegeben werden, sorry. Brücke ist besser. Okay. Reicht das für Level Up? Ja, sehr gut. Mach ich nochmal Glaube. Ich will nämlich den Spell, der 30 Glaube braucht. So, Abfahrt. Brücke, sagt ihr? Hier, ja? Das ist das Vieh, was auf die Brücke gejumpt ist und wir sind da runter an dem See. Krass. By the way, genau ein Level, ne? Warte mal, auf die... Das war genau auf die Seele ein Level. Oh, da sind noch ein paar Olgas. Nee, hier kann ich nicht runter, Leute. Da sterbe ich. Ich glaube, das war ein Scheiß-Tipp, oder? Miss ich irgendwas? Vieh kommt auf die Brücke. Ach, ihr meint, dass ich es auf der Brücke fighte und dann ist es... Oh, weil besserer Ort zum Fighten. Und dann ist es halt gone. Check. Okay, Leute. Wie machen wir's? Das wird tough. Erstmal machen wir eine Wette, ob ich das schaffe oder nicht. Großschwert muss ich ablegen, Leute. Also, wenn es angerauscht kommt mit offenem Maul, muss ich seitlich rennen. Oder ich roll ins Maul wahrscheinlich. Einfach ins Maul hauen, das Vieh. Ich weiß, dass unten die Seelen liegen. I know, I know, I know. Aber hier oben ist... Also lieber habe ich hier oben einen besseren Ort zum Fighten, als da... Und habe das Risiko, meine Seelen zu verlieren. Ich habe lieber eine höhere Chance zu überleben. You know? Als jetzt meine Seelen zu holen und nochmal rein zu donaten. So. Doris Qual, glaube ich, it is. Ich muss dafür Entfernung aufbauen. Dann muss... Ja, an sich muss ich halt den Attacken dodgen. That's it. So, was soll ich sagen? Eine Auffrischung, falls die Tränke leer gehen. Ja, und mal gucken, ob es Feuer... Ob es halt Feuerdamage kriegt. Kommt von da, ne? Oder? Kommt es überhaupt nochmal hier? Kommt nicht. Es kommt nicht, Leute. Das meintet ihr aber schon beim letzten Mal, dass der hier kommt, wenn man von der Seite nochmal reinläuft. Leute, ihr scheißt so rein manchmal.
Wurde frisch rausgepatcht. Gestern erst. Ist egal von welcher Seite, aber wenn er mal unten war, kommt er nicht mehr. Ja, ja, Paulaner. Letztes Mal bin ich von der Stadtseite aus über die Brücke gerannt und er kam nicht und da war ich noch nicht unten. Ja, Borche. Ich würde das Graswappenschild tatsächlich nehmen. Weil das hat gerade, das ist ein Geschwindigkeitsfight, Digga. Wo gehe ich denn lang? So, jetzt muss ich mich aber erstmal umgewöhnen, ey. Zum Kackschwert. Feuerdamage. Naja, hoffen wir, dass das Vieh schwach ist gegen Feuer. Ja genau, wette, ob ich das Vieh schaffe, gerne. Ob ich das Kroko-Vieh schaffe. Das wäre nice. So, kommt der überhaupt, wenn ich hier lang gehe? Machen wir mal sicherheitshalber weg. Ich hab's Gefühl... Ach, der Scheißkeller. Ich muss mich durchfalten, ne? Hilft nix. Ich habe das Gefühl, dass die Waffe einhändig ziemlich krassen DPS hat. Digga, der ist verbrannt. Krass. Wie viel Estus Flask hatte ich eben gegen das Kroko-Vieh? Blutiger Edelstein? What the fuck? 8. Okay. Ich will halt möglichst wenig Ressourcen jetzt hier. Okay, von hinten, die kommen nicht, glaube ich. Ist mir egal. So. So, jetzt ihr. Das Vieh aktivieren wir nicht. Beate müsste nicht kommen, glaube ich. Beate sollte, nee. Also er dahin sollte nicht fauchen, glaube ich. Jetzt halt die Frage, ob Beate kommt. Und die Frage ist, aber ich glaube nicht. Bogen tun wir weg, dass ich schneller switchen kann zwischen den Items. Und wir starten mit Doris Qual, hopefully. So, wo ist er? Wo fight ich ihn? Schon wieder da drüben eigentlich, ne? Ja, der spawnt hier. Der springt wahrscheinlich von der Brücke, ne? Oder so.
Digga, wie krass ist Doris Qual? Das war ja toxisch. Am Ende habe ich gedacht, komm, ich hau mir einfach nochmal so ein Estus Flakon rein für Mana und finish das Ding einfach. Aber dann wollte ich es einfach safe spielen und mich da nicht hier umschalten und bla. Ey, wie krank ist dieser Spell? Der hat 500 Damage gemacht, pro Hit. Holy shit, Alter. Crazy. Nee, warte. Das, ne? Ja. Boah, heftig. Okay, also Plan ging gut auf. Gut. Good to go. So, dahin waren zwei Beates, die da rumlungerten. Ich möchte ungerne beide gleichzeitig irgendwie... Warte mal, ich habe ja einen Bogen. Beate. Treffer. So. Okay. Was kann sie? Ey, 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 ey! Jetzt geht sie zu anderen kuscheln. Nee, hä? Macht eine Kurve? Hä? Beate. Digga, habt ihr gesehen, wie die Frisur gespiked ist? Hä? Alter, einfach The Ring, yo. So, jetzt komm her, du alte Scheiße. Ich hab hier ein Spell für dich. Oh mein Gott! Vor allem, der verbraucht ja kaum FP. Nein, ich hab den Ring, ja. Nein, aber die sind von der Ring. Henne, du kannst das Schild nicht richtig verwenden. Somit zielt es dir beim Blocken und natürlich wie Ausdauer. Es ist auch nicht zum Blocken da. I know, es ist, Digga. Wie krank ist der Spell? Das Schild ist einfach nur für den Rücken. Beziehungsweise einfach nur, dass ich es anhab, damit ich mehr Seelen krieg. What is this? Okay, aber second try, das Vieh ist, glaube ich, not bad. Große Heilung. Dick Wanz? Ja. Geil. Okay. So, jetzt gucke ich mir meinen Ring an. Ja, genau. Verstärkt den Angriff, solange er andauert. Das heißt, wenn ich mit Astorias Greatsword L2 mache, also diesen Ansturm, das ist ein Angriff, der lange anhält? Oder ist es Spam? Weil eigentlich... Okay, Kombos. Dann ist das ja mit diesem einhändigen Schwert komplett busted. Und wie viel Prozent? Scheiß drauf, ein Zauber weniger. Hauptsache, der hier ist da. Also so. Insane. Eher für Doppelschwerter. Jo, für Doppelschwerter ist auch heftig. 10, 13, 18... 10, 13, 18? Ach, mit jedem Hit mehr. So, dahin gehe ich, glaube ich, nicht hin, oder? Madenmann. Gute First-Time-Message, gebe ich zu. So, was hier Phase, Leute? Wie lange machst du noch? Um 23.10 Uhr spielt Eintracht. Also Baller League. Das nehmen wir mit und das ist dann Schlussprogramm. Ich fand, es war eine gute First-Time-Message. Das ist halt ein Running-Gag bei Donny. Der hat mich nicht beleidigt. Madenmann. Planschen. Streamst du morgen? Yes. Ich stream komplett durch diese Woche. Ich will Dark Souls richtig pumpen. Ich bin so süchtig. Ich muss euch mal was sagen.
Hier miaut. Es war ja jetzt, ganz kurz nur. Wir haben jetzt einen 24-Stunden-Stream gemacht mit WoW und bla. Und I know, WoW ist ein bisschen tricky, weil ist jetzt nicht für alle was. Und muss man halt sich rein, muss man halt selber spielen, um zu checken, was daran cool ist und so. Ich glaube, wenn wir jetzt 8 Stunden in den Gulag gehen, ist es kein geiler Content. Aber für mich war es halt insane. Ich bin unnormal damit nochmal mehr süchtig geworden nach Zocken. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist jetzt ein Privileg, ein privilegiertes Problem. PP. Weil, ey, es sind gerade so geile Gaming-Zeiten. Palworld kommt raus. WoW Phase 2, Season of Discovery. Für mich beides insane wäre. Also ich würde Tag und Nacht zocken. Und ich habe mich ausgerechnet jetzt auf Dark Souls 3 committed. Und don't get me wrong, ich liebe Dark Souls 3. Ist ja ein geisteskrankes Game. Geisterkrankes Game. Und es macht auch übel Bock. Aber Dark Souls 3 kann ich ja immer zocken. Wisst ihr, so Palworld kommt nur jetzt gerade, oder kam jetzt nur gerade raus, weil dieser Anfangshype, alle haben es jetzt durch. Jetzt bin ich der Vollidiot, der irgendwann nochmal reinkommt. Und WoW SOD Phase 2 ist halt auch jetzt gerade. Aber ich ziehe jetzt trotzdem Dark Souls durch und ich will jetzt auch nicht deshalb Dark Souls rushen. Weil es halt auch, aber wisst ihr, was ich meine? Warum können nicht gerade richtig langweilige Games nur da draußen sein? Aber ist ja bei mir eh immer nicht so. Ich finde ja eh immer irgendwelche Games. Gaming. Wasser. Stay hydrated. Nee, also jetzt hier durcheinander irgendwas zocken, fühle ich gar nicht. Fühle ich gar nicht. Ja, das Jahr sieht super juicy aus für Gaming. Tutu. So. Gucke mal. Da kommen wir her. Oder? Da sind wir doch gestartet. Dann war da irgendwo das Verrücktendorf. Oder? Nee, wo ist das? Naja, und jetzt sind wir hier. Also ich will einfach nur sagen, ich bin so süchtig nach Videospielen. Ich will... Oh, geil. Das sieht geil aus alles. Wir am liebsten direkt den nächsten 24er. Aber ja. Dann meldet sich ja irgendwann Tamina und fragt, ob ich noch alle Platings am Tower habe, wenn ihr versteht, was ich meine. Bornfire, sehr gut. Vorsicht vor Sprint. So. Vergiss nicht Helldiver 2. Wie könnte ich Helldiver 2 vergessen? Schön reintreten. Okay, also da gehen wir noch nicht runter, weil draußen ging es noch rechts. Wirklich, ich... Oh Mann. Ich kann... Ihr ahnt nicht, wie mir Zocken Spaß macht. Ihr ahnt es nicht. Es ist so geil. Guck mal, ich gehe hier lang, eier mit meinem Schild und gleich kommen Gegner und den schneide ich auf. Wie geil ist es? Und ich kann hier skillen und meine Waffen und bla. So, wer kommt jetzt? Wer will aufs Maul? Kurz mal Ruhe jetzt. 46 Seelen und ich gehe erstmal weiter. Man kennt mich. Da müsst ihr alle Ding-Ding-Seelen machen. Finde ich gut. United Place. Geiler Name. United Place. Ist einfach so eine Wohlfühloase. So ein schöner YouTube-Account, wo immer so Meditationsvideos hochgeladen werden. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von United Place. Heute gehen wir raus in die Natur und lauschen den Bäumen. Halt mal die Fresse, ich rede gerade. Very well, then take. Then touch the... Irgendwas. Ich hab gesagt, du sollst die Schnauze halten. Farewell, Ashen One. Ah. Junge, dieses Emote von mir, ne? Das ist auch... Junge, das ist ein... Screenshot aus Salzsturm der Gefühle. Irgendeinem Video von Salzsturm der Gefühle. Das ist halt hornalt. Aber witzigerweise habe ich da einen Schnurrbart an. Aber halt einen Fake-Schnurrbart.
Hätte mir damals auch keiner erklären können, dass ich irgendwann mal so hier hocke und über dieses Emote rede. Ist einfach alles dumm. Verkaufen. 2000 reicht nicht. Das sollte reichen. Ashen One. Ashen One. Ja, ihr seid doch alle Subs. Haut doch mal das Ding raus. Seid doch nicht umsonst Subs. Also, eh nicht, weil ihr zahlt ja. Wobei, viele schenken auch. Zack. 66 schon. Crazy. Womit scaled es eigentlich? Gar nicht, ne? Oder? Nee. Bonfire. Danke für die Subs. Ich, eigentlich, wenn ich zocke, nicht, bitte. Komm, wir machen das weg. Wir hauen den rein. Für AOE. Nee, den. Ja. Und irgendwann bretter ich den Jürgen hier. 35, achso. Gut. Abfahrt. Wie heißt das Emote eigentlich? Spandau Close. Ja, wenn etwas ganz knapp war, das waren damals meine Gedanken, dann kann dieses Emote verwendet werden. So, ihr seid wieder frei. Jürgen brettern. Mach mal Klima an. Ja, du. Ey, immer wenn ihr wieder frei seid, müsst ihr eigentlich Assemble schreiben. Ich hab schöne Senkel. Uff. Und ich kann Chips fressen, während ich zocke. Während ich arbeite. Ich arbeite und fresse Chips. Mm. Wie krass. Ich hab's einfach geschafft. Kann mir keiner nehmen. Und ich arbeite gerade so hart. Er ist so, wow. Und ein Bastard bin ich auch. So, wer will aufs Maul? Hm? Wer will Doris Qual ins Arschloch gejagt bekommen? Hm? Ich frage wer. Oh. Oh. Digga, ich bin jetzt ein Zauberer geworden. Warum sind die jetzt rot? Die Bitches hier? Digga, ich interrupte die sogar. Schluckspecht. Yeah! Hey, wenn man einfach nur rückwärts geht, auf Max Range, trifft es nicht. Es verbraucht 0 FP. 0! Ich bin die Doris! Jauchekügelein, steck ich mir schön in die Shorts. Digga, wie viel sind hier? Na gut, ich habe ja auch ein bisschen. Dann verbreite ich mal Qualen. Qual! Womit skaliert das Spell? Mit Glaube? Ist echt ein guter Farmspot. Oder? Guck mal, wir haben jetzt schon 3000. Ja, actually nicht so. Ja, steh mal auf, Mathilde. Jetzt kommt Doris. Tot. Tot. Nieder mit ihr. Ja, triggered bleed, I know. Das habe ich schon gemerkt. Sage ich auch schon seit einer halben Stunde. Triggert übrigens bleed, Henno. Acht mal drauf. Interrupt halt die Scheiße.
Bitte, bitte. Oh, visier sie doch an! Ich krieg sie nicht rein. Scheiße. Feuer. Hä, die sind ja übel easy. Oh, da ist noch jemand. Mein Beate, Schlitz, 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 Schlitz. Ey, das Schwert ist ziemlich krass. Tausendfüßler wären ein geiles Motiv für Corrupted Blood. Generell so eine Frau, ne? So eine Beate auf dem Corrupted Blood, so Metal Shirt Version. Generell, wir sind da. Was ist das? Wir haben gerade die Designs final abgestempelt für den nächsten Corrupted Blood Drop. Es wird so ehrenlos gut. Wirklich. Alter, wenn ihr wüsstet, was ich gesehen habe. So. Überreste plündern. A. Ah. Exkrement bedeckte Asche. Die geben wir bei der Oma ab. Schön scheiße. Hier ist jetzt Zwiebelboy. Ja, ich wusste es, weil hier eine Küche ist. Habe ich direkt gesehen. So. Wie war das jetzt? Den nicht ansprechen. Nee. Warte. Rip Geirat. So ein Quatsch. Jetzt, bitte. Ihr haltet jetzt alle die Fresse. Emote only. Schnell! Ich werde sonst wahnsinnig. Bitte schnell. Heiraten. Siehst du? Ruf Maxim an. Heiraten. Töten. Don't. Nicht töten. Sprechen. Ruf Maxim an. No. Sichert! So. Ach, Lull geht? Ach, das ist auch global. Hier sind wir. After saving him from the well, he can be found in Iridil of the Burial Valley. Through a smaller sieve connected to the lake near the distant manor bonfire, resting by a fireplace. Da sind wir. He has made some Estus soup and toasts with the player again. You can get gestures here if you missed them in the first encounter. Note, he may not appear here if you have blah. Note, if you did not speak with Sigvard in the well outside the you can still have this meeting with him, blah. Haben wir alles, es betrifft uns nicht. Step 4. In Iridil Dungeon, Sigvard will be locked up in a cell. Okay. Hand of Uncut. Dark Souls Statement. So. Klar. Habe ich gelesen, Leute. Henno muss, wie Lattensau immer sagt, seinen Chat erziehen. Lattensau, wer ist das? Papa Platte? So, bei der Sigvard-Quest ist es tatsächlich nur wichtig, dass Sigvard in der Küche schläft. Wenn man in die Küche kommt, ist Sigvard bereits am Schlafen. Wenn man dann mit ihm spricht, weckt man ihn sozusagen auf. Lässt man das dann einfach so stehen, wird Greirat sterben. Allerdings hat Sigvard die Angewohnheit, nach so ziemlich jedem Dialog mit dir einzuschlafen. Das heißt, hier fehlt ein Tee. Man kann auch in der Küche mit Sigvard sprechen, dabei ist es nur wichtig, den Dialog so weit auszuschöpfen, bis er wieder einschläft. Also einfach so lange mit ihm reden, bis er nur noch ein Schnarchen von sich gibt und nicht mehr spricht. Ich weiß nicht, warum das so nicht in der Wiki steht, aber funktioniert auf jeden Fall. 33 Upvotes, so. Jetzt nochmal sicherheitshalber. Im Iridil-Dungeon. Sigvard ist dann gefangen in der Zelle. Da begegnen wir ihm als nächstes. Da müssen wir ihn nicht ansprechen. Aber wenn wir wollen, müssen wir uns durch Ratten prügeln. Und schlafenden Giganten.
There's a dungeon cell window where you can find Sigvard locked up. You need to free him. Was ist das für ein Satz? You need to free him. How? Be careful of the rats while talking to him, as they respawn many times. Da hätte man ruhig hinschreiben können, wie oft. Oder unlimited times. Also dieses Wiki ist so garbage. Wirklich. From here you must find a Siva area with two chests. One of them contains... Ja, Digga, das doch... Digga. Das hätte man alle... Also Digga, ich habe in Deutsch 13 Punkte gehabt. Das hätte man alles so viel besser formulieren können. Das ist so irritierend, wie diese Dark Souls Quests erläutert werden. Da noch mit diesen Notes. Vor allem vorhin waren so die Notes 1, 2, 3, 4, 5 unter Quest A oder B. Nee, nur A. Hier sind die so eingeschoben bei den Steps. Ist viel besser zum Beispiel. Es ist einfach auch nicht kohärent. Okay, also ich muss ihn einfach nur befreien. Gut. Emo-Chat aus. Danke dir, danke euch. Also nicht ansprechen. Fertig. Der Penta. Mhm. Schön assemble. So, und jetzt muss ich einen Boss killen. Damit Greirat Loot bekommt. Dreck voraus, deshalb Frau wird benötigt. Ah, cool. 28 Upvotes. Wir, die Dark Souls Community, lieben sexistische Witze. Hahaha, hier wird eine Frau benötigt. Der Abwasch ist dreckig. Naja, kann man ja demokratisch abwählen. Schlecht bewertet. Eine schlechte Bewertung zählt als Bewertung. Das ist ja dumm. Ja, auf jeden Fall Turbo Cringe, Leute. Macht sowas nicht. Zumal in meiner Beziehung mache ich den Abwasch. Und Gott bless, gibt es einen Geschirrspüler heutzutage. Ich habe sehr viele Jahre meines Lebens ohne Geschirrspüler verbracht. So. Ach du Scheiße. Vorsicht vor Geschoss? Ey, nee. Oh! Da steht der Wichser mit seinem Bogen, glaubt das. Schnelle Wette, ob ich den schaffe? Schnelle Wette, ob ich diesen Raum überlebe. Die dumme Sau da oben, wirklich wahr. Lolos sagt es. Abfahrt, schnelle Wette. Also, wie machen wir es? Vorsicht vor Geschoss. Ja. Also erstmal gut. Ich glaube, ich schieße... Ne, ich sag noch nicht, weil beeinflusst ja auch die Wette, oder? Hä? Warum denke ich überhaupt nach? Der ist friedlich. Safe, Digi. Und Abfahrt. Also, was passiert, wenn ich hier hinsteppe? Du kleine Ratte. Komm doch mal runter, wenn nicht raus. Komm. Einfach ein Schlag. Junge, er ist einfach eine Drohne. USA? Servus. In deine Fickfresse. Dreimal?
Tschüss. Boah! Flink wie ein Wiesel. Hä? Wie schnell konnte er nochmal schießen? Okay, den machen wir erstmal richtig entspannt weg. Hast es? Spell hätte ich Angst, dass der an der Kante abprallt. Es wäre eigentlich dem Let's Play würdig, dass ich mit so einem Bogen spielen würde. Ja, actually habe ich den ja bekommen, ne? Aber der braucht halt zu viel Stärke. Oh Mann, ich habe mich nicht ans Dingsfeuer gesetzt. Nee, da war gar keins, ne? War da eins bei ihm? Habe ich das Bonfire vergessen? Bei Sigvard? Da war keins, ne? Scheiße, ich hatte tatsächlich geplant, dass ich den Schwarzritter da hinten einfach mit Doris schön wegbrutzel. So, ich habe ja Zeit, deswegen den ersten Schuss sollte ich in seine Fresse setzen. Das ist ein Camperschwein. Digga, manchmal kann der so schnell schießen. Aggressiv ist er. So, dreh dich nach vorne. Jetzt soll's gehen. Ciao. Er fällt! Geil! Er hat sogar was gedroppt. Noch was. Zwei! Krass! Ich kann ihn nutzen! Okay. Wie machen wir's? Ich habe keine FP. Ja, Leute, parryen. Komm, wir versuchen, ihn zu parryen. Schön Trockenübung. Ich bin gar nicht eingespielt. Let's go. Ja, wir wollen ja die Wette spannend machen. Ist hier noch irgendein Ficker, der mich ärgern will? Junge, das ist doch ein Outfit. Komm, jetzt wird gedolcht. Mein Gott, ihr seid doch alles Komiker, ey. Oh! Das ist eine Mami, Leute. Aus dem Ersten. Als ob das ein Weltkrieg war. Ah, Dark Souls 1 ist schon ein Weltkrieg. Hä, der hat ja voll das krasse Schwert. Das ist kein normaler Dark Knight. Oh Gott. Oh Gott. Ins Arschloch. Mhm. Moveset, zeig mir dein Moveset. Ach, du hast ein Donnerschwert. Komm, show me, show me. Ah! Oh! Steh auf, du miese Sau! So! Bitte gib mir das Schwert. Bitte, 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 bitte. Nein, ich wurde gebaitet! Oh Mann! Digga, das war safe! Irgendein Faith-Schwert mit Blitz und so. Oder? Aber habe ich Ast reingeschrieben? Ey, das Schwert ist nice. Sü. Kannst ihn ja weiterfahren, ist das so? Das war aber kein Silver Knight, ne? Ne, warte. Naja. Zack, zack, zack. So. Dit ist Mami. Aus dem Ersten. Wir sind generell schöne Bilder, ne? Kennen wir noch irgendwas? Nee. Nee. Die Bilder haben auch schon mal bessere Tage gesehen. Das eine könnte Arno Londo gewesen sein.
Silver Knight, doch. Doch, wann? Silver Knight? Hä, aber der sah so... Die Rüstung sah so dunkel aus. So, hier sterben auch Leute. Oh mein Gott. Hä? Der wurde ja richtig verprügelt. Ach, safe von dem Silver Knight, oder? Was geht hier ab? Digga, hier sterben überall Leute. Oh, danke, Leute. Krass. Ja. Once again. Ja, nehme ich jetzt einen Estus? Ich glaube, One-Shotten kann nämlich nicht. Habe ich einen Blitzresistenzring? Ich bräuchte halt den Ring, der Crit-Damage hochmacht. Das halt auch gut, aber... Ich könnte ihn treten. Theoretisch auch. Okay, let's go. Komm. Oh, den könnte... Hätte ich FP, ich würde den so zerstören. Nee. Nee. Ja, jetzt muss ich Trank nehmen. Ciao. Oh, richtig in die Weichteile, Junge. Na, das war's mit ihm, oder? Was war das für ein Zaun? Alter, aber die droppen immer zwei große Titanit-Scheiben, Digga. Nur beim ersten Mal oder immer, wenn die sterben? Weil dann farm ich die ja wirklich weg. Scheiben, ja. Scherben. Ist im Pool. Kannst nicht farmen. Das Schwert bringt, glaube ich, Glück. Kiste. Sind immer weg. Die respawnen nicht. Schade. Ist hier noch irgendwas? Wenn du mit dem Zwiebelritter sprichst, kriegst du noch ein Spell. Nee, eine Geste. Oh. Oh. Warte mal. In Dark Souls 1 hat man doch Mimics erkannt, auch anhand der Kette. Oder? Geht hier auch, okay. So, was kriege ich? Göttlicher Segen. Ganz ehrlich, wofür ist der? Smokes Großhammer, wie geil ist das denn? Wofür war nochmal göttlicher Segen? Stellt TP vollständig wieder her und heilt Leiden. Ein extra Heal. Öffnen. Truhe plündern. Oh. Wait a minute. Das Löwen. Wo ist er? Verstärkt Konterangriffe bei Stoßwaffen. Konterangriffe sind, zumindest war es in Dark Souls 1 und 2 so, Hits, die den Gegner treffen, während er moved. Also es ist nicht ein Parry und so. Konterangriffe sind doch diese Counter-Attacks. Nee, ich glaube, das ist nämlich die Tücke bei dieser Übersetzung. Man denkt, es sind Parries, aber das sind Crits. Konterangriffe sind, wenn Gegner moven und man sie dann hittet. Das ist ein Counterangriff. Counterattack. Also kann schon knallen. Doch, da seid ihr leider falsch, bin ich mir sehr sicher. Oh Gott! Ja, das ist richtig. Ja. Aber halt nur bei Stichwaffen. Bei Stoßwaffen, ja. So, jetzt gucken wir uns mal Smokes Großhammer an. Was der so kann. Wahrscheinlich übel Stärkewaffe, ne? C-Stärke. Ist gar nicht so gutes Scaling. Braucht 45. Durchhaltewillen. Verankert die Waffe
Boden. Ja, okay, auch nicht mal eine besondere L2. So, warum sterben hier so viele Leute? Show me. Hier links geht's hoch. Digga, warum sterben hier so viele? Kaicho gewinnt gerade gegen Hardstark, krass. Hä? Irgendwas smackt die immer unnormal in den Boden. Guck mal, die kassieren ultra heftige Schläge. Okay, also was Großes? Oder sind die Silberritter, die sie irgendwie rausmoven, warum auch immer? Also, ich kann es auf jeden Fall nicht parryen, wenn da so heftig draufgesäbelt wird. Oder rollt hier eine... Was passiert hier? Ich halte es nicht aus, voraus. Okay, ich glaube, wir sind... Oh, no. Ach, scheiße, Mann. Und Hunde. Ha! Feuer ist effektiv. Okay, ich will erstmal die Hunde killen tatsächlich. Ach, ist ein Zauberer. Wo ist der andere Hund? Digga, was hat der für Waffen? Die Waffe ist insane. Das ist die perfekte Waffe gegen ihn. Geil. Wichtig. Was droppt der? Droppt der was? Geil. Hat noch geklappt. Monkin Clown. GG. GG. So, wo ist der Rest? Der Hund. Also, wirklich. Habt ihr gesehen, wie lucky ich bin? Feuerwaffe war genau der richtige Call. Die Hunde sind einfach heftigst empfindlich gegen Feuer. Guckt es an. Es ist insane. Feuer, also in Dark Souls 3, keine Ahnung, würde ich ein No-Death-Run oder würde ich das nochmal neu spielen oder so, ich würde auf jeden Fall als erstes eine Feuerwaffe machen. Am besten eine möglichst lange, ein Speer oder so. Digga, komm. Fuck mich nicht ab. Nee, du. Du dumme Sau, du. Jo! Falsche Schild. Fick mich in den Arsch. Na gut, anyway. Aber guck mal, was wir jetzt können hier. Bonfire! Bonfire! Dankeschön. Willkommen im Lager. So. Actually ist es eigentlich nicht schlimm, wenn ich da auch Danke sage während der Aufnahme. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass es dann zu viel wird, wisst ihr? Links-Item.
Vorsicht vor Hinterhalt. Ach da, Tatsache, danke. Geil. So. Ab 4 Uhr wird zurückgeschossen. Okay, ich zieh einfach durch. Hallo? Ich kann nicht schießen. Hä? Ich muss mit der Kante arbeiten. So, den anderen... Ey, ich brauche ein Lagerfeuer. Bonfire. Hey, hier sterben auch giga viele. Digga. Die Kante ist am Boden. Hä? Ey, das ist gut hier. Warte mal. Guck mal, er trifft nicht, aber ich kann lang schießen. Oh, scheiße. Genau in die Augen, Junge. Der Bogen ist schon ein klasse Instrument. Ich werde nicht zu ihm hinrennen, weil ich weiß nicht, was hier passiert. Hier spawnen irgendwelche Viecher und... Dude, bitte. Geil. So. Was ist hier los? Die sterben doch... Oh, Digga, er hat aber eine Rüstung. Aber die sterben doch alle hier an den Hunden, oder? Das sind doch die. Krass, es wären 3 Hunde gewesen. Boah, und die frieren einen ein. Das ist schon echt scary. Ja, irgendwie traue ich dem Braten noch nicht. Digga, kann jetzt... Also, ist schon echt brutal hier mit den... Fahrstuhl? Shortcut? Ist schon wirklich brutal hier mit dem Bonfire. Ich hoffe, der Fahrstuhl ist ein Shortcut. Zu einem Bonfire. Bitte, 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 bitte. Zeit für Bosswette, ja? Ich will jetzt aber an Estus. Wo bin ich? Die Jochens. Oh, klasse. Geil. Ey, mir gefällt das Schwert richtig gut, muss ich sagen. Bonfire. Danke, 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 danke. Ey, wir reden hier nicht drüber. Nehm gerade auf. Strafe vorbei? Really? 24 Sekunden. Reise. Gut, dann zack. Strafe vorbei. Ja, ist die Frage, welche Waffe spielen wir jetzt weiter? Hardstack hat verloren. Das ist ja giga gut für uns. Krass. Ne, wir gucken auch noch. Nur wir sind heute wieder mal letzter Spieltag. So, Leute, was nehmen wir? Ja, wir nehmen schon der Gerät, aber ja. Ich glaube... Guck mal, ey, wir machen ordentlich Work. Mit dem Mittelfinger. Also wenn jetzt Bossfight ist... Ja, habe ich hier gar keine... Doch, oder? Keine Pfeile drin. Ah. Komm, wenn ich schon hier bin, ich kaufe noch ein paar Pfeile. Also. Ich könnte das Ding jetzt noch weiter buttern.
Ich meine, kostet ja nichts. Ich brauche die großen Titanitscherben eh nicht. Und ab jetzt Titanitbrocken. Gut. Geil. So? Ich glaube. So, dann habe ich jetzt dieses scheiße Ding für die Omi. Da triggert ihr bestimmt schon die ganze Zeit so, oh, gib doch die Scheißasche ab. Ist ja wirklich Scheißasche. Exkrementbedeckte Asche. Grundgütiger, da habt ihr mir feine Asche gebracht. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content. Ja, jetzt bin ich auch sehr gespannt, was sie jetzt anbietet, Alter. Seil Jaucheküchlein. Jaucheküchlein. Toxifiziert Feind. Mm. Lecker, schmecker. Klein und rund. Und schnell in meinen Mund. Jutti. Ja, aber ansonsten. That's it, ne? Oder? Hä? Nur die Kacke da? Nur wirklich Ditte? Hm. Ja, und nochmal mehr Glut. Ashen One. Ashen One. Jutti, Freunde. Reisen. Kirche von Jorschka. Und ihr seid wieder frei. So, Bossfight. Welche Spells? Ich glaube, den brauche ich nicht. Weil Single-Target gegen Boss eh Doris Qual besser. So. Falls mein Essos Flakon aufgebraucht ist, mache ich Auffrischung. Ansonsten theoretisch könnte ich noch einfach reinhauen. Wenn es zu eng wird. Naja, oder ich mache halt ihn. Aber es ist halt ein Hit. Ja, komm, doch. Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Kann ich das machen und mich wieder hinsetzen? Das wäre krass. LOL. Und jetzt umrüsten? Dann ist es abusive. Ja, dann vielleicht wirklich. Digga! Krank! Ich kann das nutzen, mich hinsetzen, anderen Spell auswählen. Holy shit! Also allein deshalb ist doch Glaube schon broken. Das ist doch doof. So, Patrouille. Steppen weg. Gut, also. Anscheinend Boss. Gut. Muss er dieser Ponti-Festfuß sein oder so? Ach du Scheiße, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Oh shit. Hundi. Boss durchrennen. Durchrennen ist erfahrungsgemäß in diesem Projekt. Scheiß drauf. Ach, shit.
Was war das? Da hätte ich jetzt eine Estus zurückbekommen, oder? Ich heile mich ein bisschen mit der Waffe. Oh, da ist wieder ein Otto. Wo geht sie über lang? Krass. Oh! I don't know. Was ist das? Diese gelbe Scheiße unter mir. Okay, der will nicht kommen. Der Zauber kommt wieder. Auffrischung. Hä, aber die ganze Zeit? Das ist doch ultra selten. Buff. Tänzerin habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube immer, wenn du wen killst. Hä? Wer krass. Nee. So, wer will aufs Maul? Ah, okay. Hä, nochmal ein blutiger Edelstein. Warte mal. Leiter. Hä, aber blutiger Edelstein ist doch das, was man, wo man eine Waffe zu Bleed umbaut, oder nicht? Drop. Liegt dann nicht an mir. Musik zu laut. Müsste gleich wieder gehen, hopefully. Der Zauber ist aus. Warum ist der Zauber aus? Was ist das? Ich reihe gar nichts mehr. Warum ist der Zauber aus? Jetzt ist der Zauber wieder an! Dein Ring. Das ist der Buff mit aufeinanderfolgenden Angriffen, wenn der erlöscht. Lol. Danke. Endlich einer. Danke. Schreibst du wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Und beißt ihn in deine Tastatur. Okay. Cool. Aber der Zauber trollt ja wirklich, oder? Für Steps. Oh. Wer ist er denn? Der hat eine riesige Sense. Boah, Digga! Hey, jetzt der Zauber weg. Noch einer. Geht der Zauber wieder an? So ganz check ich's nicht. Nicht nur er. Ja, entspannt euch. Ich sehe ja nicht. Boah, drei Hits down. Geil. Aber ich verbrauche hier ganz schön Estus. Scheiße. So. Ich könnte jetzt hier runterspringen. Oh Gott, nee. Nicht die Zauberdudes. Boah, Alter, hier ist einiges los. Krass. Gibt's hier noch einen Shortcut? Direkt zum Boss, das wäre nice. Safe da die Treppe runter, ne? Ihr seid immer so ungeduldig. Ich wette, alle spammen schon. Oh mein Gott, die Treppe links runter! Minimal will ich mich einfach nur vorher einmal umgucken. Ja, safe. Ich guck nach rechts. Treppe, Treppe, Treppe! So, wirklich, wie so kleine Eichhörnchen. Ah, die Tür, nice. Moin. Ja, wir waren noch zwei, oder? Nicht? Blut. Oh, ja. Leute. Moin. Geil. Super Shortcut. Super geil. T
Tür zu leise. Wie Eichhörnchen. Nix im Kopf. So, haben wir jetzt eine Boss-Wette? Weil offensichtlich geht es da zum Boss. Ob ich den Boss gewinne oder nicht. Oder ob ich den mache, quasi. Ne? Hier kannst du einen Eid farmen. Aha. Jetzt schreiben Leute eins in Chat. Leute, die Wette. Twitch-Tool. Oh nein. Ach, die Sensen-Dudes jetzt wieder, ne? Hä? Der hat eine andere Waffe? Komm, put, 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 put. Put, 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 put. Put, put. Na komm. So, scheiß auf den, ne? Abfahrt. Hohepriester Sullivan. Ach du dicke Nutte. Den kann man safe parryen. Nee, nicht gegen das Geländer, bitte. Och Mann. 82. Bleed Proc. 500. 500. Gedodged. Fuck. Treffer. Oh, ich bin in der Ecke. Ich bin so schlecht gerollt. Ich bin so schlecht gerollt. Aber den kann man... Den kann man safe parryen. Und wenn man den parryt, ist er wahrscheinlich so easy. Okay. Aber meine Strat war, glaube ich, auch gut. Ich habe nur scheiße gerollt. Beauty. Please, don't try this. Es geht wieder los! Die haben die Strafen überarbeitet, sehe ich gerade. Ach du Scheiße. Jetzt schon das dritte beschissene Mal, dass ich eine Zwiebel beißen muss. Mann, ich hab echt. Hä? Also. Jetzt mal ohne Witz. Ich glaube, ich bin noch kein Mal nach einem Dark Souls Stream nach Hause gekommen und hab nicht aus der Fresse bestialisch gestunken.
Lass es dir schmecken, ja, danke. Erstmal bevor ich es vergesse, ein Tod mehr. Ärgert mich wirklich. Aber ich finde, ein Tod pro Boss ist total gut. Also ist mega gut, finde ich. Weil ich finde, man muss ja gerade blind erstmal das Moveset und so checken und die Mechanics. Und das ist ja super viel Lehrgeld, was da quasi was dabei drauf geht. Nee, ich sag nur einen Tod pro Boss. Der sieht schon schwer aus. Der ist krass drauf. Ich sag nur einen Tod pro Boss, weil das jetzt bei den letzten Bossen eigentlich überall der Fall war. Nicht mal sogar. Den Demon Boss, King, whatever, habe ich First Try gemacht. Was hatten wir noch? Letzte. Splash Bruder wird so riechen, ja, Mann. Was hatten wir noch für Bosse? Volnir. Ja gut, der war ja wirklich komplett free. Ja, und der Wurm halt. Den habe ich halt gecheased. Der zählt nicht. So. Boah, das zieht immer so crazy durch die Nase. Einer schreibt nur in den Chat. Krass. Einfach nur krass. Alles klein. Krass. Der sitzt da zu Hause, guckt das gerade so. Krass. Okay. Also, Real Talk. Das knallt. Ich glaube, ich könnte voll darauf spielen. Das ist ein... Warte mal. Verkürzt Zauberzeit. Verstärkt. Oh. Ich habe den Ring abgelegt. Welchen Ring habe ich abgelegt? Ihn hier, ne? Nee, dass ich mehr Slots habe. Also, pass auf. Was ich gemacht habe. Ich habe Zwiebeln zwischen den Zähnen. Ich habe nur noch Doris Qual. Weil ich glaube, den anderen Kram brauche ich nicht. Dann habe ich den... Guten Tag, Sola. Alter, habt ihr es gerade gesehen? Was geht? Ja, du darfst gerne auch zu lang, musst du aber nicht. Aber ich habe die nicht ganz geschält. Geil, danke. Was geht? Jungs, das ist mein Stichwort. Ich habe nicht auf die Uhr geachtet. Ich bedanke mich. Death Counter hat dich hochgestellt, oder? Sind es 29? Ich bedanke mich. Es war eine mega geile 3-Stunden-Session. Morgen geht's. Hey, ach so, ich habe falsche Tastatur gemacht. Morgen geht's weiter. Schaut gerne bei meinem Stream vorbei. Jeden Tag 16 Uhr. Meistens. Tschüssi.